Ich bin an einem Ort wie diesem aufgewachsen. Mein Vater und ich sind häufig zu diesen wunderschönen Bergseen mit unseren Pferden geritten. Und dann würden wir in einige ziemlich abgelegene Wildnisgebiete mit unglaublichen Bächen und Wiesen und Wildtieren zurückkehren. Ich liebe es hier. Schau dir diese Schlucht an. Sie erinnert mich an den Grand Canyon. Hier ist ein Bach. Hier sind diese steilen Canyonwände. Wie lange denkst du, würde es dauern, bis ein so kleiner Bach so viel Sediment davonträgt und die Schlucht so tief schneidet? Dieser Felsen hat eine Geschichte. Genauso wie ich und du. Es kam von irgendwoher. Viele dieser Felsen wurden auf 350.000 Jahre datiert. Bis zu 2 Millionen. Das ist ziemlich alt. Aber es könnte dich überraschen zu wissen, dass alle geologischen Formationen, die wir hier sehen, die Schluchten, die Schichten, sogar die Pflanzen hier, jünger als ich sind. Als ich geboren wurde, war hier nichts außer einem riesigen Wald, der sich 100 Meter unter uns erstreckte. Vor dem Jahr 1980 hatten die meisten Menschen noch nie von Mount St. Helens gehört. In diesem Jahr, am 18. Mai, als geschmolzenes Gestein eine Dampfwolke mit der Kraft von 20 Millionen Tonnen TNT schuf, Lawinenschutt und andere Ströme aus dem Ausbruch legten alle diese Schichten schnell ab, bis zu 180 Meter Dicke. Ein paar Jahre später gab es mehr vulkanische Aktivität, die einen Schlammstrom erzeugte, der diesen ganzen Canyon schnitt. Es schnitt auch durch tiefes, festes Gestein. Alles in ein paar Tagen. Ist es nicht erstaunlich, was ein wenig Information aus der Vergangenheit tun kann, um deine Sicht auf die Gegenwart und die Welt um dich herum zu verändern? Es gibt viele Leute, die viele Vermutungen aufstellen über die Geschichte der Erde, die uns umgibt. Die Frage ist, wie beeinflussen diese Vermutungen unsere Sicht auf die Geschichte? Aber noch wichtiger als das, wie beeinflussen sie unsere Sicht auf die Wissenschaft und die Bibel? Hat Gott die Welt in wenigen Tagen erschaffen? Oder in Milliarden von Jahren? Stammt die Menschheit von Affen ab? Oder hat Gott uns an einem Tag erschaffen, nach seinem Ebenbild? Gab es eine globale Flut, die die Erde zerstört hat? Oder ist das ein Mythos? Mit anderen Worten, ist das erste Mosebuch wahre Geschichte? Wenn wir über die Erdgeschichte nachdenken, gibt es vieles zu bedenken. Aber eines der faszinierendsten Ereignisse ist der Bericht über die Sintflut. War die ganze Erde mit Wasser bedeckt? Das erste Mosebuch besagt, dass die Wasser so mächtig auf der Erde anschwollen, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt waren. Wenn die Sintflut wirklich ein globales Ereignis war, gäbe es dann nicht viele Hinweise darauf? Ich habe von einem Wissenschaftler erfahren, der über 40 Jahre lang dieser Frage nachging. Als ich mit ihm sprach, sagte er, er kenne einen Ort, wo wir Hinweise für die Sintflut sehen könnten. Steve, ich muss zugeben, ich war schon mehrmals hier, aber jedes Mal, wenn ich hierher komme, ist es atemberaubend. Nach meinem Zuhause ist der Grand Canyon mein Lieblingsort. Also Steve, sag mir, was siehst du hier genau? Wenn wir den Grand Canyon betrachten, sehen wir die Geschichte des Erdbodens. Und wir haben hier eine Schichttorte, nicht wahr? Von Schichten, die erodiert sind, sodass wir die Struktur der Erde sehen können. Diese gleichen Schichten gibt es auch in Colorado, sowie in Illinois, als auch in Pennsylvania. Also, wenn du von Sedimentschichten sprichst, meinst du die Schichten, die wir sehen? Ja, die untersten Schichten bilden sich zuerst. Es ist Sedimentgestein, welches durchmischt und getrennt wurde und von verschiedenen Richtungen hierher geflossen und übereinander angehäuft wurde.
Und dann haben sie sich schließlich auf natürliche Weise in Gestein verwandelt. Du meinst also, dass der feste Boden, auf dem wir gerade stehen, in der Vergangenheit flüssig gewesen ist? Ja, der Ozean verursacht erstaunliche Dinge. Und Wasser von unglaublicher Kraft lagert die Schichten im Canyon ab, die wir hier sehen. Gibt es Fossilien in all diesen Schichten? Es gibt Meeresfossilien in allen diesen Schichten. Aber die Standarderklärung ist, dass es 17 verschiedene Vorstöße und Rückzüge des Ozeans über den nordamerikanischen Kontinent gab. Und dies geschah über Hunderte von Millionen von Jahren. Und welche Hinweise siehst du hier, die dir aufzeigen, dass das keinen Sinn ergibt? Die über 1000 Meter hohen flachliegenden Schichten im Canyon sind eben. Und wenn wir zwischen die Schichten schauen, dann sehen wir keine Hinweise auf den Verlauf der Zeit zwischen den Schichten. Meinst du die Erosion? Ja. Weder Erosion noch eine Kanalbildung in großem Maße sind erkennbar. Und dann betrachten wir die Schichten selbst, die Beweise für schnelle, sehr schnelle Ablagerungen liefern. Nur Minuten oder Stunden sind nötig, um diese Schichten zu bilden. Erkläre mir die Vergangenheit dieser Schichten. Wie sind sie hierher gekommen? Im 600. Lebensjahr Noahs, im zweiten Monat, am 17. Tag, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Ich verstehe das so, dass der Meeresboden sich öffnete und eine Art Magma oder ein Erdbeben die Ozeane über die Kontinente trieb. Deshalb finden wir diese Meeresfossilien in diesen Schichten. Ja, und für 6 Monate blieb das Wasser auf der Erde und es dauerte weitere 7 Monate, bis das Wasser zurückging. Diese über 1000 Meter hohen Schichten zeigen uns wahrscheinlich die frühe und mittlere Phase der globalen Flut im Grand Canyon. Wir haben andere Schichten in dieser Region des Grand Canyon. Man nennt sie die Grand Staircase. Wir haben eine Schichtdicke von 3000 Meter über dem Grand Canyon. Höher als wo wir sind? Höher als wo wir sind. Und das markiert die späteren Phasen der Flut und den Rückzug des Wassers. Diese Oberfläche wurde durch den Rückzug abgeschrägt. Und als die Flut sich in die neu gebildeten Ozeanbecken zurückzog, hoben sich wahrscheinlich die Kontinente und die Arche landete natürlich im Hochland des Nahen Ostens. Nun, es gibt einige Leute, die sagen, im Schöpfungsbericht gehe es um eine lokale Flut. Ich glaube, sie war global und alle Berge unter dem Himmel waren bedeckt. Eine universelle Aussage. Aber dass die Berge seitdem gestiegen sind und wir sollten die Tiefe der Flutwasser nicht an den heutigen Bergen der Erde messen, die größtenteils während und nach der Flut entstanden sind. Nun, die Tatsache, dass wir all diese Schichten haben, wäre uns unbekannt, wenn wir woanders auf ihnen stehen würden. Aber sie sind uns bekannt, weil sie ausgehöhlt wurden. Wie ist das passiert? Das ist die Geschichte, die wir alle in der Grundschule gelernt haben. Der Colorado River hat über Millionen von Jahren den Grand Canyon geformt. Die meisten Geologen haben diese Idee mittlerweile verworfen. Es ist schwer, einen Canyon wie diesen über Millionen Jahre zu erhalten. Es ist kaum vorstellbar, dass ein Canyon trotz Erosion so lange erhalten bleibt. Weil die Felswände irgendwann zusammengebrochen wären, richtig? Ja. Aber wie wurde dann das alles so ausgehöhlt? Nun, es gibt viele Theorien. Persönlich mag ich die Idee von katastrophaler Erosion durch Entwässerung von Seen. Nach der Flut hatten wir diese großen Wassermassen, diese Seen, die eingeschlossen waren. Es gibt Beweise für den großen See in der Painted Desert, einem Ort namens Hopi Buttes. Etwa 2000 Kubikkilometer Wasser in diesem See. Und dann bricht der Damm und all diese gewaltige Menge Wasser strömen heraus und schneidet dieses Tal. Ja, und wie lange würde es dauern, den Grand Canyon zu erodieren? Vielleicht Wochen, aber sicherlich nicht Millionen von Jahren. Zeit ist kein Zauberstab, der alle geologischen Probleme der Welt löst. Verwerfe diese Denkweise über Millionen Jahre und denke an katastrophale Prozesse, wie du sie am Mount St. Helens gesehen hast. Und das wird dir helfen, den Grand Canyon zu verstehen. Überall, wo wir hinsahen, zeigte Steve mir Beweise für die unglaubliche Kraft von fließendem Wasser. In kurzer Zeit hat es diese Schichten abgelegt und sie dann sofort wieder erodiert. Steve wollte mir zeigen, wo die Flut zuerst den Kontinent traf. Also führte er mich tiefer in den Canyon. Steve, du hast gesagt, du bringst mich nach unten. Du hast nicht gescherzt, oder? Wir sind ganz unten, oder?
Wir sind in einem dieser großen Seitenschluchten des Grand Canyon und betrachten das Granitgrundgestein, das den Kern des Kontinents bildet. Und auf ihm sehen wir die flachliegenden Sedimentschichten. Die Grenze zwischen dem Granitgestein unten und dem Tapeat-Sandstein oben ist die Fläche, welche wir die große Diskrepanz nennen. Warum gibt es diese deutliche Trennlinie? Sie ist sehr auffällig. Ich denke, es ist eine riesige Erosionsgrenze. Wir betrachten etwas, das das Ausmaß des Flutflusses über eine Oberfläche aufzeigt. Und ist es nur hier? Die große Diskrepanz erstreckt sich über den ganzen Kontinent. Ich habe sie im Nahen Osten gesehen, in Europa, in Afrika und hier in Nordamerika. Also haben wir diese Schicht. Wie dick ist diese Schicht? Was kommt von hier aus nach oben? Nun, wir haben hier die Saugsequenz. 300 Meter Sandstein, Schiefer, Kalkstein, die sich über den Kontinent erstrecken. Vier andere große Gruppen von Sedimentsequenzen liegen darüber. Diese sind auch sehr kontinuierlich, wie die anderen. Was wir hier sehen, ist ziemlich repräsentativ für den Rest der Welt. Es lässt einen wirklich die Vorstellung hinterfragen, dass dies alles wegen einer kleinen Flut passiert ist. Wir sprechen von etwas Enormem. Das kraftvolle Wasser bewegte sich und zermalmte Felsen, legte große Schichtdicken ab und es war sehr mächtig. Und fordert uns auf, über eine globale Flut nachzudenken. Die konventionelle Geschichte ist jedoch völlig anders. Sie würde sagen, dass zwischen jeder dieser Schichten viel Zeit liegt. Einige Leute haben gesagt, dass die Grenze der großen Diskrepanz hier eine halbe Milliarde Jahre kennzeichnet. Du meinst zwischen dem Granit, den wir hier sehen, und der ersten Schicht des Sedimentgesteins? Ja, sie sagen, dazwischen liegen eine halbe Milliarde Jahre. Also, nach ihrer Erklärung der Weltgeschichte müssen sie davon ausgehen. Doch wenn man hierher kommt und das ansieht, dann ist es fast eine perfekte Ebene. Es ist nicht genau eine Ebene, aber es ist eine sanft rollende Oberfläche. Und wäre das das Produkt von Milliarden von Jahren? Oder wäre das das Produkt der Kraft des Wassers, das eine Oberfläche abträgt? Zeit gibt hier keine gute Erklärung ab. Wir wollen doch erklären, was wir sehen und verstehen. Überall, wo wir hinschauen, sehen wir die Kraft des Wassers. Es ist Wasser in unglaublichen Größenordnungen. Und das ist die Geschichte des Grand Canyon. Es ist nicht ein wenig Wasser in sehr viel Zeit. Es ist eine Menge Wasser in sehr kurzer Zeit. Zeit ist wirklich das zentrale Thema, wenn man über die Geschichte der Erde nachdenkt. Wie viel Zeit hat es gebraucht, unsere Umgebung zu formen? Es schien mir klar, dass eine globale Flut die Erde schnell verändert hätte. Doch ich weiß, dass viele Menschen denken, die Welt habe sich langsam über Milliarden Jahre hinweg gebildet. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Ansichten über die Zeit? Ich musste mit jemandem sprechen, der mir mehr über Wissenschaft, Geschichte und Zeit erklären konnte. Da mein Hintergrund in der Informatik liegt, trafen wir uns an einem Ort, an dem ich persönlich etwas von dieser Geschichte erlebt hatte. Als wir die Ausstellung betrachteten, wurde mir klar, wie viel kleiner und leistungsfähiger Computer geworden sind, seit ich zuletzt mit ihnen gearbeitet habe. Paul sagte mir, unsere weiterentwickelten Erkenntnisse über Computer bringen eine Reihe von Paradigmenwechseln mit sich. Als ich 19 war, las ich Thomas Kuhns Klassiker, die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, in dem er dieses Konzept der Paradigmen beschreibt. Ein Paradigma ist ein Rahmen, in dem man Beweise interpretiert. In der Wissenschaft geht es nicht nur um Beweismittel, sondern darum, wie man diese Mittel interpretiert. In diesem Raum haben wir zum Beispiel sogenannte Minicomputer. Aber eigentlich sind sie in unserem aktuellen Paradigma überhaupt nicht mini. Ja, heute, nicht wahr? Ja, das hier. Ja. Richtig? Um diese Frage nach den Ursprüngen wirklich zu verstehen, muss man damit beginnen, die herrschenden Paradigmen zu betrachten, die beiden Hauptansichten, die wir derzeit über die Geschichte des Lebens und des Universums haben. Und was sind diese? Auf der einen Seite haben wir das konventionelle Paradigma. Im konventionellen Paradigma haben wir sehr viel Zeit, 13,7 Milliarden Jahre und ein langsam fortschreitender Prozess, welcher in ursprünglicher Einfachheit beginnt und mit dem endet, was wir heute sehen. Alle Komplexität im Leben muss von unten nach oben durch rein physikalische Prozesse aufgebaut werden, ohne Geist, Schöpfer oder Design.
Die zweite Sichtweise können wir das historische Genesis-Paradigma nennen. Alles beginnt mit einem göttlichen Geist, einem Schöpfer, einer Intelligenz, die plant, überwacht und die Realität ins Dasein bringt, indem sie alles erschafft. Hier geschieht alles in viel kürzerer Zeit. Das Universum, das Sonnensystem, unser Planet, das Leben selbst, all das beginnt vollständig geformt als funktionierendes System. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass es einen radikalen Unterschied zwischen diesen beiden in Bezug auf die Zeit gibt. Wenn wir die Geschichte des Lebens auf diesem Planeten betrachten, haben wir eine Menge Daten. Aber je nach dem angenommenen Paradigma werden diese Daten sehr unterschiedlich interpretiert. Es scheint, dass das eine Paradigma auf einer Geschichte beruht, die uns überliefert wurde. Ja. Und das andere Paradigma scheint diese Geschichte nachzukonstruieren. Siehst du das auch so? Wir haben einen Zeugen dieser Ereignisse und dieser Zeuge sagt uns, was passiert ist. Und das müssen wir berücksichtigen, wenn wir die Daten bewerten. Nun, Paul, der Grund, warum dieser Punkt wichtig ist, wirklich wichtig ist, dass wir nicht über eine Geschichte sprechen, die den Siedepunkt des Wassers betrifft. Richtig. Wir reden über die Geschichte, die sich mit dem Ursprung des Universums befasst. Es geht um den Ursprung des Lebens, den Ursprung der Menschheit, den Ursprung der Sünde und warum es Böses in der Welt gibt. Den Ursprung der geologischen Formationen, die uns umgeben. Den Ursprung der Sprache. Ich meine, das ist keine unbedeutende Geschichte. Ja. Es geht um wesentliche Elemente der Menschheit und wo wir stehen. Ja, du sprichst über den Ursprung von buchstäblich allem. Und ich denke, wenn wir das aus der Ferne betrachten und fragen, was wirklich der Unterschied zwischen diesen Paradigmen ist, dann ist das keine Frage von Wissenschaft gegen Religion. Denn beide sind wissenschaftlich im Sinne der Betrachtung eines gemeinsamen Datensatzes. Auf der tiefsten Ebene ist der Unterschied zwei konkurrierende Ansichten der Geschichte. Was ist die wahre Geschichte unseres Kosmos? Das scheint die eigentliche Frage zu sein. Was ist unsere wahre Geschichte? Was ist wirklich geschehen? Der Konflikt besteht nicht zwischen zwei Ansichten der Wissenschaft, sondern zwischen zwei konkurrierenden Ansichten der Geschichte. Da das erste Buch Mose auf Hebräisch verfasst wurde, wollte ich mit einem Experten sprechen. Was stand wirklich im ursprünglichen Text? Das erste Wort in 1. Mose ist Breshit. 1. Mose 1, Vers 1 ist Breshit. Breshit bara Elohim et ha-shamayim ve'aretz. Also, dies ist der Anfang der Toledot von Noah. Es ist interessant, denn das Wort Toledot ist an sich sehr gewichtig. Es wird manchmal als Stammbaum, manchmal als Geschichte übersetzt. Und was dann folgt, ist der Bericht über die große Flut. Richtig. Steve, es scheint, dass es viel Geschichte in der Bibel gibt. Siehst du das auch so? Oh, definitiv. Zuallererst ist dies ein akkurater, historischer Bericht. Die Darstellung als solche aus der Perspektive der Autoren zeigt, dass sie glaubten, über reale Ereignisse zu berichten. Okay. Es ist sehr offensichtlich, dass sie darauf bestanden, dass die nächste Generation ihre eigene Geschichte lernen und verstehen würde. Wenn du diese ersten Kapitel im ersten Buch Mose anschaust, was verstehst du? Kannst du uns das erklären? Es beginnt mit: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Es gibt kein Wort im Hebräischen für Universum. Das bedeutet, er schuf alles. Und dann lesen wir in 1. Mose 1, Vers 2 von einem Wasserball, der im Weltraum schwebt. Gott wird an den folgenden Tagen dieses Universum füllen. Du sprichst hier von Tagen. Verstehst du diese als echte Tage? Sagt uns das der Text? Ich meine, du weißt, was andere darüber denken, dass dies nur eine poetische Sichtweise ist. Zunächst einmal, es ist keine Poesie. Die führenden Hebraisten glauben alle, dass es sich um eine Erzählung handelt. Und sie sagen, dass eine der besonderen Eigenschaften der Genesis-Berichte über Schöpfung und Flut ist, dass sie Erzählungen sind. Im alten Nahen Osten wurden sie in epischer Poesie verfasst, was sehr unterschiedlich ist. Hier haben wir eine Erzählung, die zeigt, dass dies historisch ist. Das bedeutet, dass man die Worte so verstehen sollte, wie diese hebräischen Worte normalerweise verstanden werden. Das Wort Yom, es bedeutet Tag. Die Grundlage seiner Verwendung ist das, was wir unter einem Tag verstehen. Es ist ein 24-Stunden-Tag. Die einzige Möglichkeit, dass es eine längere Zeitspanne bedeutet, ist, wenn man ein fremdes Konzept in den Text einfügt und sagt, nun, ich denke,
dass dies Zeitalter sind und daher muss Yom Zeitalter bedeuten. Man muss mit dem Text beginnen. Wenn wir mit dem Text beginnen, bedeutet Yom Tag. Also, wenn wir zu der Passage kommen, die von der Erschaffung von Adam und Eva spricht. Ja. Du siehst das als ein klares historisches Ereignis, das im Gegensatz zum konventionellen Paradigma steht, dass der Mensch aus einem langen Prozess hervorgegangen ist. Der biblische Text ist nicht mit dem Standard, dem konventionellen Paradigma, vereinbar. Die Bibel lehrt, dass der Herr Gott den Menschen formte, ihm den Atem des Lebens einhauchte und ihn nach seinem Bild schuf. Und dann wird die Frau erschaffen. Wir haben die Ehe, wir haben den Sündenfall. Dann haben wir in Noahs Stammbaum den gesamten Bericht über die Flut. Und die Flut, ist sie global? Nun, ich weiß nicht, wie oft, ich denke etwa 35 Mal, kommt das Wort Kol, was alles bedeutet, in der Fluterzählung vor. Wenn dies ein Urteil über die Menschheit ist, dann muss es global sein. Wir gehen weiter durch die ersten 11 Kapitel der Genesis und kommen zu Kapitel 10, das als die Völkertafel bezeichnet wird, welche Noahs Nachkommen sind. Es wird in diesem Kapitel erwähnt, dass die Menschen in ihren verschiedenen Nationen leben. Also geht Mose in Genesis 11, 1 bis 9 zurück und erklärt, wie sich die Sprachen entwickelt haben. Und so kommen wir zu den Toledot von Terach. Und die Toledot von Terach werden nicht über Terach sein, sondern es wird um seinen berühmten Sohn Abraham gehen. Es scheint so offensichtlich, dass es keinen Bruch zwischen all dem und allem, was wir am Anfang sehen, gibt. Es ist einfach eine lange historische Erzählung. Oder etwa nicht? Tatsächlich bilden die Stammbäume die Struktur, nicht nur für 1. Mose, sondern die Erzählungen sind in die Stammbäume eingebettet. Die Stammbäume werden aufgegriffen und werden auch Toledot genannt im Buch Ruth, um zu zeigen, dass David ein Nachkomme von Juda ist, was durch Jakobs Prophezeiung erforderlich ist. Und dann gehen wir ins Neue Testament. Wie wird die Abstammung Jesu festgestellt? Mit zwei Stammbäumen. Der eine geht durch Marias Linie bis ganz zurück zu Adam. Steve, angesichts all dessen, was wir gesehen haben, wie wichtig ist die historische Erzählung, die wir in 1. Mose finden, einschließlich aller Generationen, die dort aufgeführt sind? Wie bedeutend ist das für das Christentum? Es zeigt, dass das Christentum eine historische Grundlage hat. Es ist das, was die Schriften sagen. Und die Schriften repräsentieren tatsächliche historische Daten. Das Christentum ist also, es ist kein Sprung ins Ungewisse, es ist das Verständnis, dass es eine sehr starke historische Grundlage hat und dass unser Retter auch unser Schöpfer ist. Diese Stammbäume sind sehr wichtig. Wenn Jesus von Adam abstammt, wie gesagt, und Adam wurde am 6. Schöpfungstag erschaffen, dann kann die Erde nicht sehr alt sein. Woher kommen die Millionen Jahre? Ich traf einen Geologen, der sagte, wir könnten das besser verstehen. Du siehst die Ruhe, die weite Stille. Nichts stört dich. Doch du musst dir im Klaren sein, dass der Vulkan früher explosiv war, Aschenkegelvulkan. Und er spuckte diesen Lavastrom aus, der sich über diese Landschaft ergoss. Eine riesige Menge Basaltlava. Ja, aber er ist eigentlich klein im Vergleich zu den Lavaströmen, die wir an vielen Orten sehen. Und es gibt hier etwa 1000 dieser Vulkane. Der kleine hinter uns, den nennen wir Aschenkegelvulkan. Du nennst den klein? Ja, ich meine, diese Vulkane sind klein. Mount St. Helens, 1980, als er ausbrach. Die oberen 750 Meter des Vulkans wurden weggesprengt. Aber das war klein im Vergleich zu historischen Ausbrüchen. Wenn wir uns zurückerinnern an die Yellowstone-Eruption, als sogar Vulkanasche bis nach Texas gelang. Sie flog so weit. Betrachtet man Lavaströme in Indien, wo eine Ansammlung von bis zu 300 Metern über einem Gebiet von einem Drittel der Größe des Subkontinents Indien stattfand, dann ist das, was wir heute sehen, wirklich nur winzig im Vergleich zu dem, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und das sagt uns etwas über die historische Vergangenheit. Mit heutigen Verhältnissen der Prozesse können wir nicht verstehen, wie schnell und mit welcher Größe der geologische Datensatz anwuchs.
Nun, das ist der Punkt, der mich zu Ihnen gebracht hat. Denn wie bestimmen wir das Alter dieser Gesteine? Nun, das Wichtigste ist zu erkennen, dass dieser Lavastrom in gewisser Weise ein Moment in der Zeit ist. Es ist ein Ereignis. Und wenn es geschmolzen ist, sind alle Elemente, die aus dem Vulkan gekommen sind, vermischt. Und der Stein beginnt zu kristallisieren. Alle diese Atome, die radioaktiv sind, beginnen nun, das zu sammeln, was wir Tochterprodukte nennen, die Zerfallsprodukte. Nun, der Punkt ist, dass diese Zerfallsrate so langsam ist, wenn wir sie in der Gegenwart messen, dass es Millionen von Jahren dauert, bis Mutteratome zu Tochteratomen zerfallen. Und so kommen letztendlich die Millionen von Jahren zustande. Die Tatsache, dass die Zerfallsraten in der Gegenwart langsam sind. Aber wir sagen, dass die Gegenwart nicht der Schlüssel zur Vergangenheit ist, weil die Vergangenheit offensichtlich einige massive, katastrophale Ereignisse enthält, die heute nicht passieren. Die Bibel sagt, dass die Vergangenheit der Schlüssel zur Gegenwart ist. Wenn du verstehen willst, warum die Welt heute so ist, musst du verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist. Wir haben viele Hinweise darauf, dass geologische Prozesse nicht immer konstant abgelaufen sind. Und wir haben Hinweise, dass die Zerfallsraten nicht konstant waren. Wir haben Gesteinsproben von verschiedenen Orten genommen, viele Proben im Grand Canyon, jede dieser Gesteinsschichten. Ich habe es in Neuseeland gemacht. Wir haben es in anderen Teilen der Welt gemacht. Und dann haben wir die gleichen Proben eingereicht und mehreren Datierungsmethoden unterzogen. Und wir haben herausgefunden, dass bei den gleichen Proben mit unterschiedlichen Datierungsmethoden wir Ergebnisse erhielten, die sich um Hunderte von Millionen Jahren oder sogar um 1 Milliarde Jahre unterschieden. Wir sehen riesige Unterschiede bei der Verwendung verschiedener Methoden. Nun, wenn es solche Unterschiede zwischen all diesen Datierungsmethoden gibt, dann scheint das zu bestätigen, dass wir hier ein offenes System haben, kein geschlossenes. Korrekt. Und wenn wir ein offenes System haben, bedeutet das, dass wir ihm nicht trauen können, um uns zuverlässige Daten für diese Gesteine zu geben. Und das ändert das gesamte Denken über die Geschichte der Erde, denn plötzlich sind diese radioaktiven Uhren nicht zuverlässig. Wir haben Beweise, dass die Raten früher schneller waren. Plötzlich denken wir vielleicht nicht mehr in Millionen von Jahren. Wir denken vielleicht an eine Geschichte, die viel kürzer ist. Aber du hast gesagt, dass diese Hinweise heute öffentlich zugänglich wären. Ja, ja. Warum hat es keinen Einfluss? Nun, ich wurde bei meinen Geologievorlesungen an der Universität auch gefragt. Die Antwort ist, es besteht eine große Bindung zu den Millionen Jahren. Und sobald sich Menschen auf diesen Fokus festlegen, wird alles außerhalb ihres Blickfelds, das diesem Fokus widerspricht, marginalisiert. Und der Grund, warum Millionen von Jahren wichtig sind, wenn wir in die Geschichte des wissenschaftlichen Denkens zurückblicken, Charles Lyell in England schlug Millionen von Jahren vor. Und sie multiplizierten daraufhin das Alter für Gesteine. Und darauf baute Charles Darwin seine Theorie. Er las Charles Lyells Buch und war überzeugt von Millionen Jahren geologischer Evolution. So konnte er sagen, dass mit genug Zeit das, was wir jetzt nicht sehen, geschehen kann. Wir sehen vielleicht nur kleine Veränderungen. Mit Millionen Jahren können sich kleine Veränderungen zu großen summieren. Und wenn man die Geschichte so betrachten will, dass wir durch Zufall hierher gekommen sind, durch zufällige Prozesse über Millionen von Jahren, dann müssen die Gesteine Millionen von Jahren alt sein. Andernfalls untergräbt man das Fundament dieser Sichtweise der Erdgeschichte. Zeit wird also zum entscheidenden Element für das konventionelle Paradigma. Und es muss sehr, sehr viel Zeit vergangen sein. Andrew sagt, die Gesteinsformationen sind Beweis für eine junge Erde, die durch eine globale Katastrophe verändert wurde. Also nahm er mich nach Süden, nach Sedona, um es selbst zu sehen. Das Interessante ist, dass diese Landschaft eigentlich sehr beständig ist. Es gab viel Erosion in der Vergangenheit, oh, yeah, bei der das ganze Gebiet ausgegraben wurde. Aber diese Klippen und der Talboden sind sehr stabil, weshalb es die Vegetation gibt. Heute ist alles viel, viel ruhiger. Die heutigen Prozesse sind extrem langsam. Aber sie können nicht erklären, wie wir diese Erosion, diese Schichten und diese Klippen bekommen haben. Also gut, du wolltest hierher kommen, weil du Beweise in der Landschaft für eine junge Erde siehst. Was siehst du? Ja, nun, das Erste, was wir bemerken, ist das Ausmaß dieser Schichten. Es ist wie ein Stapel Pfannkuchen.
Zum Beispiel die Rote Einheit, die sich über unser gesamtes Sichtfeld erstreckt. Das ist die Schneebly Hill Formation. Und darüber sieht man die erste weiße Einheit. Das ist der Coconino Sandstein. Und darüber hast du den Toro Weap und am Horizont hast du den Kaibab Kalkstein, der der Randfelsen des Grand Canyon ist. Und hier stehen wir nun 100 Kilometer entfernt vom Grand Canyon und diese Schichten sind noch hier. Ja. Das Materialvolumen dieser Schichten ist schwer vorstellbar. Es ist einfach so viel. Ja, nimm den Coconino-Sandstein zum Beispiel. Wir können ihn von hier aus verfolgen. Quer durch New Mexico, Colorado, bis nach Kansas und Oklahoma oder sogar Texas. Wir sprechen von mindestens 500.000 Quadratkilometern für diese Gesteinseinheit, die konsistent ist. Das ist nicht das Ausmaß, das wir heute bei lokaler Sedimentation sehen. Und um es so flachliegend zu bekommen, über so ein großes Gebiet, muss man seinen Pfannkuchen sehr schnell auf einmal machen. Und so zeigen diese Schichten Beweise für schnelle Sedimentation, das Ausmaß dieser Schichten. Nun, Andrew, du sprachst über diese rote Formation, aber das kommt mir nicht bekannt vor. Oh, das ist die Schneebly Hill Formation. Sie ist nicht im Grand Canyon. Im Grand Canyon gehen wir vom Coconino in die Hermit Formation. Da ist diese scharfe Grenze und es gibt dort keine Erosionsspuren. Das bedeutet, dass die Hermit-Formation schnell abgelagert wurde und dann sofort der Coconino draufkam. Aber hier, wir sind 100 Kilometer vom Grand Canyon entfernt und wir haben diese Schneebly-Hill-Formation zwischen dem Coconino und dem Hermit. Und diese Schneebly-Hill-Formation, 250 bis 300 Meter dick, über einem Gebiet von 2500 Quadratkilometern, musste sehr schnell entstanden sein. Wenn das Millionen Jahre gedauert hätte, müssten wir Beweise für Millionen Jahre Erosion im Grand Canyon an derselben Grenze sehen. Das tun wir nicht. Das bedeutet also, dass diese Schneebly-Hill-Formation in diesem Gebiet innerhalb von Stunden entstanden sein musste. Es zeigt also, dass es nicht nur an Erosion mangelt, sondern auch keine Zeit zwischen diesen Grenzen liegt. Die gesamte Schichtenfolge wurde sehr schnell abgelagert. Wir haben also diese große Ausdehnung der Schichten. Wir haben das Fehlen von Erosion zwischen den Schichten. Welche weiteren Hinweise siehst du? Wenn wir genau hinsehen, zum Beispiel auf den Coconino-Sandstein, sehen wir die Schichtung, dass es darin Bänder gibt, die geneigt sind. Wir nennen diese Schreckschichten. Was sie anzeigen, ist, dass es Unterwasser-Sandwellen gab, die sich bewegten. Das ist ein Vergleich in einer Wüste. Es ist wichtig zu erkennen, dass es einen Winkelunterschied gibt. Sieht einer hier eine Wüstendüne, sind es normalerweise 30 bis 34 Grad. Unter Wasser sind es normalerweise 25 Grad oder weniger. Dr. John Whitmore hat mit seinen Studenten die Hügel hier durchkämmt und hunderte von Messungen dieser Schrägschichten gemacht. Und sie alle liegen im Bereich von 15 bis 25 Grad. Es war also eine Unterwasserablagerung. Und so sammeln sich diese Schichten in Stunden, Wochen und Monaten an. Man hat diesen ganzen Stapel von Schichten über weite Gebiete. Es geht nicht darum, an diese Schichten zu glauben. Überhaupt nicht. Es ist der Unterschied in der Zeit, nicht wahr? Richtig. Es geht nicht um Wissenschaft gegen die Bibel. Wenn wir über das Flutparadigma und das konventionelle Paradigma sprechen, sprechen wir über zwei verschiedene Ansichten der Erdgeschichte. Diese Ansichten sind wirklich unterschiedlich. Natürlich bin ich mit der konventionellen Sicht aufgewachsen, mit langen Zeiträumen und langsamen Veränderungen. Aber was war die Geschichte der Welt laut dem ersten Buch Mose? Kurt Weiss führte mich von einem faszinierenden Ort zum anderen, zeigte mir Beweise für fossile Wälder, erklärte die schnelle Bildung von Kohle und sprach über das komplexe Design biologischer Systeme. Überall, wo wir waren, zeigte er mir etwas Neues über die Erde und ihre Geschichte. Schließlich standen wir am Eingang einer alten, verlassenen Kohlemine. Dies sind Überreste der Dayton Coal and Iron Company, die vor etwa 100, 110 Jahren gebaut wurde. Erstaunlicherweise, wenn man die Geschichte nicht kennen würde, könnte man denken, diese Felsen seien sehr alt. Sie sehen aus, als kämen sie aus dem antiken Griechenland und seien tausende Jahre alt. Nur anhand der Struktur kann man das nur schwer bestimmen.
Kurt, könntest du etwas für mich tun? Ich weiß, dass das konventionelle Paradigma die Erdgeschichte als gerade Linie betrachtet. Viele gleichmäßige Prozesse und so weiter. Aber in 1. Mose steht geschrieben, dass die Geschichte nicht so gleichmäßig verlief. Ja, das stimmt. In 2. Petrus Kapitel 3 geht es um die Menschen in den letzten Tagen, die fragen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Alles bleibt, wie es war seit dem Anfang der Schöpfung. Das Konzept, dass das, was man in der Gegenwart sieht, was gerade jetzt passiert, was im Bach unten passiert, was an jedem Ort auf der Erde passiert, immer so war, es war immer so in der gesamten Erdgeschichte. Die Passage geht weiter und sagt, dass sie dies absichtlich ignorieren. Sie sind nicht nur unwissend über diese Wahrheiten, sie lehnen diese Wahrheiten absichtlich ab und es listet die Schöpfung und die Sintflut auf. Dies sind offenbar Ereignisse laut der Bibel, die nicht wie die Gegenwart sind. Und das Schöne ist, dass wir das hier sehen. Diese Klippe ist eigentlich nicht an Ort und Stelle. Diese Klippe gehört etwa 300 Meter weiter nach oben. Sie ist zu ihrem jetzigen Standort gerutscht. Ein ziemlich großer Fels. Das ist riesig, es ist massiv. Okay. Welche Art von Prozess in der Gegenwart lässt so große Blöcke herunterrutschen? Dieses Ding erstreckt sich über 1 Kilometer. Aber in diesen Felsen gibt es noch weitere Beweise für ein Ereignis davor, das noch größer ist, noch unähnlicher der Gegenwart. Und in diesen Felsen gibt es auch Fossilien aus einer Zeit, die sehr anders ist als die Gegenwart, sodass man laut der Schrift und meiner Erfahrung die Gegenwart nicht nutzen kann, um die Vergangenheit zu beurteilen oder zu verstehen. Aber wenn man zum Anfang zurückgeht, erkennt man, dass die Bibel Epochen der Erdgeschichte darlegt. Große Zeitabschnitte? Es passieren unterschiedliche Dinge in jeder dieser Epochen. Aber wenn man in einer anderen Epoche lebte, würde man die vorherige nie verstehen, weil sie so anders ist. Die erste Epoche ist die Schöpfung selbst. In 6 Tagen schuf Gott das gesamte Universum. Er schuf die Planeten und die Sterne und dehnte das Universum mit seinem ausgestreckten Arm aus. Das passiert heute offensichtlich nicht. Er erschafft keine Planeten. Tatsächlich sagt er am Ende dieser Passage, dass er sein Schöpfungswerk beendet hat. Dann kommen wir zu dem, was ich die edenische Epoche nenne. Die Zeit, als Adam und Eva im Garten Eden waren. Und es ist sehr anders als die Gegenwart. Wir bekommen den Eindruck, dass Adam und Eva, wenn sie nicht gesündigt hätten, für immer gelebt hätten. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass Menschen ewig leben. Es ist also eine andere Welt, völlig anders. Wie lange diese Epoche dauert, wissen wir nicht. Aber sie endet plötzlich, als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Und Gott verfluchte die Schöpfung, er änderte die Regeln im Universum. Jetzt kann die Sonne nicht mehr ewig brennen, wir können nicht mehr ewig leben. Es ist schwer für uns vorzustellen, wie das wäre, weil wir nur die heutigen Normen kennen. Und wir wären nicht zu diesem Schluss gekommen, ohne das Wort Gottes. Das stimmt. Und aus diesem Grund, denke ich, wurde uns Gottes Wort gegeben. Danach kommen wir zur dritten Zeitepoche, die ich die vorsintflutliche Periode nenne, die Zeit vor der Flut und nach dem Sündenfall. Es ist eine Welt, die anders ist als die Gegenwart. Es gibt die gleichen Naturgesetze, aber es gibt andere Kreaturen, andere Pflanzen. Es ist eine etwas wärmere Erde. Die Kontinente sind in anderen Positionen als jetzt. Es sieht deutlich anders aus. Nun, das sehen wir bei Petrus, wo die Rede ist, dass die Welt zerstört wird. Es sieht so aus, als hätte die Flut nicht nur die Erde ein wenig durchnässt. Das war eine radikale Veränderung. Sehr radikal, oder? Wenn wir richtig liegen mit dem, was wir bisher verstanden haben, bewegen sich Kontinente, prallen zusammen und bilden Berge. Berge erheben sich zu vielen 1000 Metern Höhe. Wasser strömt über ganze Kontinente hinweg. Tausende und Abertausende Meter Sediment werden von den alten Kontinenten abgerissen und werden dann wieder als Tausende Meter von Sediment darauf abgelagert. Wir sprechen hier von Erdbeben mit erstaunlicher, unglaublicher Stärke. Also dieser Wechsel von der vorsintflutlichen Epoche in die Zeit danach, was hat sich da verändert? Im Prinzip muss sich die Erde von der globalen Flut erholen. Die Atmosphäre muss sich erholen. Die Geologie, die Felsen müssen sich erholen. Pflanzen und Tiere müssen sich über die Erde ausbreiten. Es gibt viel Wasser, riesige Erdbeben, riesige Vulkane. Und mehr oder weniger ist diese Erholungsphase ein langsames Abnehmen der Intensität und Häufigkeit dieser Dinge.
Wäre es in dieser Zeitspanne, dass wir die Eiszeit sehen würden zum Beispiel? Ja, das stimmt. Ironischerweise stellt sich heraus, dass die Eiszeit in unseren Modellen eine Folge der Erwärmung des Wassers während der großen Flut ist. Wasser verdunstet von den Ozeanen, das kühlt die Ozeane. Das Wasser bewegt sich dann über die Kontinente und hinterlässt dort riesige Wassermassen. Nun, an manchen Orten wird der Regen als Schnee fallen. Aber so schnell und ohne Pause, dass er nicht mehr schmilzt und sich zu dicken Eisschichten ansammelt, bis diese kilometerdick sind. Und dann, wenn die Ozeane genug abgekühlt sind und das Regensystem gestoppt hat, kollabieren diese Gletscher unter ihrem eigenen Gewicht, schmelzen zurück zur aktuellen Position und schmelzen weiter. Wir sehen das in der Erwärmung, sie erholt sich. Die Erde erholt sich immer noch von der Flut. Das war wirklich eine ziemlich turbulente und stürmische Ära damals. Aber nach der Eiszeit kommt dann noch eine letzte Epoche. In der modernen Epoche kann man gegenwärtige Prozesse studieren und die Dinge ziemlich leicht verstehen, bis innerhalb von ein paar Jahrhunderten nach der Flut. Das führt dann dazu, dass man denkt, dass diese Prozesse, wenn man sie bis ganz zurück verfolgt. Genau, man nimmt die gegenwärtigen Prozesse und dehnt sie in die Vergangenheit aus. Und das sagt der zweite Petrusbrief. Das ist der Fehler, den die Leute machen. Es ist vernünftig. Nimm die Gegenwart und dehne sie in die Vergangenheit. Nicht unvernünftig. Also musst du zur Bibel gehen, um die nötigen Informationen zu finden, um es zu rekonstruieren. Ja. Und wenn man es andersherum sieht, wenn man von der Bibel ausgeht, bekommt man nur den Anfang der Geschichte. Gott hat uns die Fähigkeit gegeben, die Steine zu lesen und den Rest der Geschichte zu ergänzen. Um die Flut zu verstehen, müssen wir mit der Bibel beginnen. Aber dann gehen wir zu den Steinen. Sprich zu den Steinen und sie erzählen dir, was passiert ist. Kurt hat einen guten Punkt gemacht. Die Bibel zeichnet historische Ereignisse auf, aber sie erklärt nicht, wie diese passiert sind. Das haben diese Wissenschaftler getan. Sie versuchten, die Beweise im Lichte der biblischen Geschichte zu deuten. Aber Kurt sagte, es gäbe Beweise in den Steinen. Was sind diese Beweise? Ich liebe es, ins Naturkundemuseum zu gehen. Für mich als Paläontologe ist es wie die Chance, einen Zoo zu besuchen. Es sind alle Tiere, die vor der Flut lebten. Es ist wie eine Chance, in die Vergangenheit zu reisen. Es ist wirklich wie ein Zoo, nur dass sie nicht leben. Richtig. Und die Tiere stinken nicht, was auch gut ist. Im Naturkundemuseum sehen wir nicht nur die, was es einst gab. Es versucht uns auch eine Geschichte zu erzählen, richtig? Und wir haben zwei Möglichkeiten, diese zwei Paradigmen zwischen einer naturalistischen und einer biblischen Sicht. Und alle Naturkundemuseen im Land, die meisten von ihnen auf der ganzen Welt, geben uns nur eine dieser Ansichten. Sie geben uns nur die naturalistische, alte Erde-Sicht der Weltgeschichte. Aber diese gleichen Daten dieser Dinosaurier können in einem alternativen Paradigma verstanden werden. Wenn ich mir diese Lebewesen anschaue, denke ich an eine Welt kurz vor der Sintflut. Das ist das Abbild einer gewalttätigen Welt. Ja, deshalb sagte Gott, siehe das Ende allen Fleisches. Es war nicht nur die Menschheit. Der Mensch und alle Tiere, über die wir herrschen, werden zur Zeit der Flut gerichtet. Nun, Markus, kannst du uns eine Art Gesamtbild der Fossilien geben und erklären, wie all diese Dinge zusammenpassen? Ja, Fossilien findet man oft in verschiedenen Schichten, wo riesige Mengen von ihnen zerstört worden sind. Milliarden. Und so sehen wir jedes Mal, wenn wir eine Gesteinsschicht dieser Dicke sehen. Denken wir an ein Ereignis, das wahrscheinlich Minuten dauerte. Nicht tausende Jahre, Minuten für nur dieses eine Gesteinspaket, manchmal sogar Sekunden. Dort, wo diese Wasserströme der Flut über die Kontinente fließen, Ökosysteme erfassen oder marine Systeme aus der Tiefe des Ozeans hochheben und sie an Land ziehen. Und wenn eines abgelagert wird und die Wellen zurückkommen, beginnen sie, zusätzliches Material darauf zu stapeln. Und es ist ein Friedhof auf einem Friedhof auf einem Friedhof. Hinter solchen Dingen steht eine Katastrophe und nicht eine Situation, in der der Fossilienbestand sich allmählich Knochen für Knochen, Schale für Schale, Stück für Stück über unzählige Äonen ansammelt. Also sagst du, dass wir viele dieser Meeresfossilien überall auf der Welt haben, sogar auf Bergen? Ja. Weißt du, weiter hinten im Museum haben sie Bereiche mit Dingen wie Mosasauriern, großen schwimmenden Reptilien. Mosasaurier sind weltweit verbreitet und auf Kontinenten verteilt. Wenn man sich diese Dinge ansieht, fragt man sich, was hat die Macht?
Was hat die Fähigkeit, die Meereswelt zu nehmen und sie so gewaltsam und zerstörerisch auf die Kontinente zu werfen? Und die Flut ergibt dafür Sinn. Als wir im Grand Canyon waren, sahen wir diese große Diskrepanz. Und es gab wirklich keine Fossilien darunter. Und dann plötzlich fanden wir viele in den darüberliegenden Schichten. Was sagt dir das als Paläontologe? Nun, die große Diskrepanz zeigt massive Erosion und Scherung über den Kontinent. Und dann, sobald wir zu diesen Sedimentgesteinen kommen, die viele Fossilien enthalten, beginnt das Muster sich zu zeigen. Das Ökosystem mit den ersten Tieren erscheint sehr plötzlich. In der Paläontologie nennt man dies die kambrische Explosion. Es ist das erste Auftreten einer Vielfalt von Meerestieren. Plötzlich hast du dieses komplexe und vollständige Ökosystem, das im Grunde aus dem Nichts auftaucht. Das ergibt aus einer Schöpfungs- und Flutperspektive Sinn, da die Flut Ökosysteme zerstört. Während aus evolutionärer Sicht diese Ökosysteme allmählich entstehen müssen, während sich Organismen diversifizieren, entwickeln und aufeinander reagieren, um sich anzupassen. Aber das sieht man nicht. Stattdessen sieht man eine Lebensexplosion, die komplex und vollständig ist. Das Ökosystem ist integriert. Man kann sehen, wo alle verschiedenen Organismen zueinander passen. Und das ist das erste Mal, dass das passiert. Jedes Mal, wenn man in der geologischen Säule aufsteigt, sieht man mehr und mehr Ökosysteme in diesem Fossilienbestand. Ein Ökosystem wird zerstört und dann gibt es ein anderes. Es hat leicht unterschiedliche Lebewesen und Interaktionen. Und während die Flutwasser höher steigen, nähern sie sich der Küste, zerstören mehr Organismen und schließlich das Land. Also ich glaube, ich verstehe, was du hier sagst, und zwar, dass das Paradigma, das uns beigebracht wird, dieses konventionelle Paradigma versucht uns zu sagen, dass das Fossilienverzeichnis ein evolutionäres Bild des Lebens ist, wie es sich entwickelt. Im Gegensatz zum Genesis-Paradigma, das sagt, nein, all dieses Leben, all die Komplexität des Lebens war bereits da. Und jetzt betrachten wir den Friedhof all dieses Lebens. Richtig. Nun, welche anderen Daten, die wir hier sehen, überzeugen dich von diesem Paradigma? Nun, eine sehr interessante Sache bei dem Fossilienverzeichnis, also vertikal betrachtet, ist, dass nicht die harten Teile der Tiere, sondern die Fußspuren, die Fußabdrücke zu sehen sind. Dies ist ein Muster, das wir in mehreren Gruppen sehen, wo ihre Fußabdrücke zuerst und ihre Körperteile später sind. Für die Trilobiten, für die Amphibien, für die Dinosaurier, das erste Mal, dass ich Hinweise von ihnen im Fossilienverzeichnis finde, dann sind das immer Fußabdrücke und keine harten Teile. Aus einer Perspektive der alten Erde ist das wirklich seltsam und schwer zu begreifen, weil man Millionen von Jahren zwischen der Spurenerzeugung und letztendlich dem Tier hat, das sie gemacht hat. Aber das ergibt offensichtlich nicht viel Sinn, oder? Denn wenn es Spuren gibt, gibt es Tiere mit Knochen, Zähnen und Schalen. Warum sind sie nicht versteinert? Stattdessen zeigt uns das Muster etwas anderes an. Da ist kein Zeitunterschied zwischen den Fußspuren und dem Begräbnis. Aber die Tatsache, dass diese Spuren noch da sind, sollte uns auch etwas sagen, oder? Erstens sagt es uns, dass die Ablagerung oder das Platzieren der nächsten Schicht darüber sehr, sehr schnell erfolgen musste. Denn wenn du an den Strand gehst und im Sand umherläufst, dann werden deine Spuren sehr schnell weggespült. Aber das Fossilienverzeichnis zeigt uns etwas ganz anderes als heute. Das ist augenblicklicher, sofortiger Tod. Das ist Tod in einem Augenblick. Wir sprechen von einer Welt, die komplex, ganz und integriert war. Und die Flut zerstört diese Welt. Diese Welt wird nacheinander zerstört und vertikal begraben. Und so denke ich, dass die Betrachtung des Fossilienverzeichnisses als Lebensaufzeichnung teilweise korrekt ist. Aber es geht nicht um die Entwicklung des Lebens. Es geht um den Versuch des Lebens, ein Ereignis zu überleben, das letztendlich alle verschlang. Nun, das würde dann Sinn ergeben, denn als Gott davon sprach, die Erde mit der Flut zu zerstören, ging es nicht nur um die Vernichtung des menschlichen Lebens. Es war die Zerstörung allen Lebens. Und so ist die Welt, in der wir jetzt leben, wie du sagtest, radikal anders als zuvor. Ja, wenn wir den T-Rex betrachten, wenn wir die Mosasaurier betrachten, wenn wir all diese wilden Fleischfresser sehen, und das sind sie wirklich. Ich meine, sie sind furchterregend, aber das ist nicht das, wofür sie ursprünglich geschaffen wurden. Und so scheinen diese scharfen Zähne, diese verheerenden Krallen und die Verhaltensweisen, die damit einhergehen, Teil des Fluchs zu sein. Und ein Teil davon ist genetisch, ein Teil könnte auch nur einige Anpassungen sein. Aber diese Organismen zu dem Zeitpunkt, an dem wir sie sehen, und das ist wichtig zu bedenken, wenn wir in ein Naturkundemuseum gehen, sehen wir nicht die Welt der Schöpfungswoche. Du siehst die Welt, wie sie zur Zeit der Flut existierte. Und diese Welt war voller Gewalt und ein ziemlich schrecklicher Ort.
Mir wurde klar, dass die Milliarden von Kreaturen, die in diesen Schichten begraben sind, ein stilles Zeugnis von Gottes globalem Urteil sind. Ich beschloss, eine dieser Fossilienschichten selbst zu sehen. Wenn die Dinosaurier plötzlich in der Flut starben, wäre das nicht offensichtlich? Wir befinden uns hier in der Lawrence-Formation in Wyoming. Das hier ist eine Sedimentablagerung aus der oberen Kreidezeit. Und was wir hier haben, ist ein sogenanntes Knochenbett. Es ist eine Ansammlung von Knochen mit etwa einem Meter Tiefe. Und in diesem Meter finden wir die Knochen als ein abgestuftes Bett mit kleinen Knochen oben und größeren Knochen unten. Und hier kannst du sehen, wie Kirlene an einem Wirbel arbeitet. Das ist der Halswirbel eines Schnabelsauriers. Hier verläuft das Rückenmark genau dort. Wenn ich diese Knochen im Steinbruch betrachte, dann stelle ich sie mir oft als lebendige Tiere vor. Stelle dir einmal vor, wie es ist, diese Knochen zum ersten Mal zu sehen. Hier ist alles voll mit Knochen. Wir müssen überhaupt nicht nach ihnen suchen. Wir müssen uns nur hinsetzen und anfangen zu graben. Was ist der Hauptunterschied zwischen den Fundstätten, in denen du arbeitest, und anderen Dinosaurier-Fundstätten auf dem Rest der Welt? Nun, es gibt Dinosaurier-Ausgrabungen auf der ganzen Welt, aber dieser Ort ist einzigartig, da er wahrscheinlich eine der größten Knochensammlungen der ganzen Welt beherbergt. Und es gibt die Überreste von, ich würde sagen, zwischen 5.000 und 10.000 Tieren, die jeweils 6 bis 12 Meter groß sind an dieser Fundstätte. Das sind große Tiere und es gibt viele von ihnen. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Wir finden hier also einen Schnabelsaurier, der hier umherstreifte und plötzlich stirbt. Würde daraus ein Fossil entstehen? Eine Fossilisierung erfordert spezielle Umstände. Normalerweise wissen wir, dass wenn ein Kojote in der Wüste stirbt, ist sein Kadaver bald verschwunden. Doch diese Knochen sind perfekt erhalten. Sie waren nie dem Wetter ausgesetzt. Sie sind einfach da. Heute wäre es schwer vorstellbar, wie man das machen könnte. Bis zu einem gewissen Grad würden wir sagen, dass es selten ist, ein Fossil zu finden. Obwohl wir viele Fossilien haben, ist es selten, dass etwas, das stirbt, fossilisiert wird. Es ist selten. Es erfordert spezielle Umstände. Nicht zuletzt ein schnelles Begräbnis. Diese Tiere mussten sterben. Und ihre Kadaver mussten Zeit zum Verwesen haben. Wir sprechen von Tagen oder Wochen oder Monaten, in denen die Knochen und das Gewebe entweder gefressen wurden oder verwesten. Und dann wurden die verbleibenden Knochen sofort in dieser Umgebung abgelagert, weil sie in einem abgestuften Bett mit großen Knochen unten und kleinen Knochen oben liegen. Die großen Knochen sind alle unten. Und wenn man hier gräbt, dann findet man kleinere Knochen. Dafür ist ein Sortierprozess notwendig, der nur bei einer katastrophalen Ablagerung stattfinden kann. Wenn wir die Dinosaurierfossilien betrachten und anstatt sie aus der Perspektive zu sehen, dass es sich um frühzeitliche, mittlere und späte Dinosaurier handelt, denn aus deiner Perspektive haben alle diese Dinosaurier zur selben Zeit existiert. Und dann kam es zur großen Katastrophe, wo sie ihr Ende fanden. Die Dinosaurier sind bereits Dinosaurier, wenn sie zum ersten Mal erscheinen. Sie sehen genauso aus, wie man sich einen Dinosaurier vorstellt. Und das ist ein Rätsel für diejenigen, die an die Evolution der Dinosaurier glauben. Aber wir hören viel über Übergangsformen. Was ist die wahre Geschichte? Wissenschaftler konnten einige Formen aufzeigen, die sie für Übergangsformen halten. Und einige davon sind sehr interessant, einige sogar herausfordernd. Aber sie sind die Ausnahmen von der Regel. Die Regel ist, dass es keine Übergangsfossilien gibt. Was wir im Fossilienbestand finden und entgegen Darwins Hoffnungen ist die Regel, dass eine Form im Fossilienbestand existiert. Sie bleibt im Wesentlichen unverändert und verschwindet aus dem Fossilienbestand, ohne sich verändert zu haben. Das muss etwas anderes als Evolution bedeuten, denn wir sehen nie Veränderungen von einer Form in eine andere Form in den Gesteinen. Also muss es eine alternative Antwort geben. Es ist ein Paradigma, das den Daten auferlegt wird, anstatt dass die Daten das Paradigma liefern.
Also für mich ist es einfacher, ein Kreationist zu sein, basierend auf meinem Verständnis der Komplexität des Lebens. Und wenn wir den Fossilienbestand betrachten, sehen wir, dass diese Komplexität von Anfang an da ist. Und das wirft die Frage auf, woher diese Komplexität stammt. Es ist eine Sache, Glauben zu haben. Ich glaube, dass Gott der Schöpfer war. Aber das wird durch das bestätigt, was ich sehe. Zu sagen, ich glaube, dass die Evolution dies hervorgebracht hat, wenn ich nicht einmal sehen kann, wie es passiert sein könnte, das ist blinder Glaube. Das ist ein Sprung ins Ungewisse. Das ist ein Sprung ins Ungewisse. Es schien, dass überall, wo ich hinsah, es immer mehr Beweise gab, die zum historischen Bericht der Genesis passten. Es gab nicht nur einen Hinweis. Viele Hinweise wiesen in dieselbe Richtung. Als ich mit Art zusammen war, erzählte er mir von neuen Entdeckungen in Dinosaurierknochen. Also reiste ich zu einem Labor in Arizona, um mit einem Forscher zu sprechen, der diese Studien selbst durchführt. Hier sehen wir ein Fragment eines Triceratops-Horns. Als wir es aus dem Boden zogen, zerbrach es. Und dann mussten wir es natürlich weiter zerbrechen, um es zu analysieren. Im Jahr 2012 sponserte die Creation Research Society Mark Armitage und mich, um zur Hell Creek Formation in Montana zu gehen, einem sehr beliebten Ort, um Dinosaurierknochen zu finden. Und wir gruben stattdessen ein über einen Meter langes Triceratopshorn aus. Jetzt ist es nur noch in zerbröckelten Stücken, also können wir es nicht zusammenfügen und ein vollständiges Horn zeigen. Aber dennoch kann man erkennen, dass in Stücke wie diesem hier wir Gewebe gefunden haben. Mit Zellen. Interessant. Und möglicherweise sogar Proteine wie Kollagene. Es ist so schwer zu verstehen, wie dieses Material noch in einem Dinosaurierfossil sein kann, das angeblich 65, 75, 80 Millionen Jahre alt ist. Denn Gewebe, Zellen und Proteine zerfallen. Sie sind nicht unzerstörbar. Sie existieren nicht ewig, nein, sie zerfallen. Und tatsächlich neigen sie dazu, je nach den Bedingungen schnell zu zerfallen. Und sicherlich wären die Bedingungen in Hell Creek, wo ständiges Aufwärmen und Abkühlen stattfindet, ein Zustand, den jeder Biochemiker als den schnellsten Weg beschreiben würde, um Material zu zerstören. Es ist schwer genug, sich vorzustellen, dass es 4.000 oder 5.000 Jahre überlebt, aber 60 Millionen Jahre, 70 Millionen Jahre, das wäre wirklich sehr schwierig, mit einer biochemischen Grundlage zu rechtfertigen, wie es überlebt haben könnte. Okay, wenn du eine Probe wie diese findest, was machst du dann als nächstes? Wir weichen das Material in einer Lösung namens EDTA ein. Nach der Auflösung des Fossils ist das Gewebe noch da, weil das EDTA das Gewebe nicht auflösen kann. Dann schaue ich mir mit einem sogenannten Seziermikroskop an. Das hier ist im Prinzip ein aufgelöstes Triceratopshorn vergrößert. Du kannst hier sehen, wie es aussieht, wie ein paar kleine Gesteinsbrocken. Nun, Kevin, was hast du dann gefunden, als du die Probe untersucht hast und tatsächlich Gewebe gefunden hast? Okay, hier ist, was wir gefunden haben. Dies ist tatsächlich Triceratops-Gewebe. Es ist dehnbar, es ist biegsam, es ist kein Abdruck der weichen Teile des Dinosauriers. Das ist wirklich weich, es ist matschig, es ist dehnbar, es ist Gewebe. Das haut einen Numm, oder? Absolut. Und bei stärkerer Vergrößerung betrachtet, dann sieht man mit einem Rasterelektronenmikroskop die kleinsten Details der Zellen. In diesem und diesem und besonders in diesem Bild würden wir nicht erwarten, solch enorm detaillierte Strukturen zu sehen. Diese Strukturen sind unglaublich klein. Das hier ist unsere 20-Mikrometer-Skala. Sieh, wie klein diese Strukturen sind. Noch intakt. Es bräuchte nicht viel, um sie zu zerbrechen. Im Normalfall würde man erwarten, dass alles abgebrochen und längst verschwunden wäre. Diese Entdeckung muss die wissenschaftliche Gemeinschaft erschüttert haben. Wie haben alle darauf reagiert? Die erste Reaktion, als Dr. Schweitzer ihre Arbeit veröffentlichte, die im Jahr 2005 sehr populär wurde, gab es viele Reaktionen. Und so war die anfängliche Reaktion Ablehnung. Oh, es ist Kontamination. Das ist nicht wirklich Dinosaurier. Es sind Bakterien, weil Bakterien manchmal seltsam aussehen können.
Es gab viele Vorschläge, was es sein könnte. Und zu ihrem Verdienst hat Dr. Schweitzer weitergearbeitet. Sie fanden Protein. Sie öffneten einige dieser Zellen. Sie betrachteten die Matrix, an die diese Zellen gebunden sind, und fanden Proteine. Sobald das also anerkannt wurde, ja. Was ist dann passiert? Das muss alles durcheinandergebracht haben, denke ich. Das wird Teil der Kontroverse. Weil du jetzt klar damit konfrontiert bist, wie du das Überleben dieser Proteine erklären kannst. Und das nicht nur für so eine lange Zeit, sondern auch unter so ungünstigen Bedingungen. Die Kontroverse ist also, wie erklärt man das? Aha. In manchen Veröffentlichungen zu diesem Thema findet man fast schon Verzweiflung. Denn sie erkennen, was die Folgen dieser Funde implizieren. Manche würden sagen, es bedeutet gar nichts, denn wir wissen, wie alt es ist. Irgendwie hat es überlebt. Aber woher weißt du, wie alt sie sind? Man nutzt Datierungsmethoden, aber das hier ist eine davon. Das Gewebe selbst kann als Datierungsmethode nicht ausgeschlossen werden. Wie entscheidet man dann, was zählt und was nicht? Nun, das Paradigma bestimmt ihre Schlussfolgerungen. Das Paradigma besagt, dass es alt sein muss. Daher wählen wir Methoden, die uns alte Fossilien liefern. Etwas, das uns kein altes Fossil wie Gewebe liefert, müssen wir ablehnen oder diskreditieren. Nach meinem Verständnis, und ich bin kein Mikrobiologe, aber ich denke, die meisten Leute würden sagen, nun, es scheint vernünftig zu denken, dass die Fossilien vielleicht doch nicht so alt sind. Offensichtlich verstößt dies gegen den Datierungsprozess. Es stellt den gesamten Datierungsprozess in Frage. Wenn die Fossilien von Dinosauriern falsch datiert wurden, wovon ich auf Basis dieser Beweise ausgehe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fossilien jedes Organismus falsch datiert wurden und daher auch die geologischen Zeitalter falsch sind. Du meinst also, wenn man das Konzept der langen Zeitperioden herausnimmt, zerstört man ein wesentliches Element des konventionellen Paradigmas? Absolut. Tatsächlich ist die Zeit die entscheidende Komponente für die Evolution. Wenn man sagt, dass ein einfaches zelluläres System zu einem mehrzelligen System wurde, das sich dann in einen Fisch entwickelte und der Fisch ging ans Ufer, entwickelte Beine und begann Luft zu atmen und dann wuchsen dem Tier Federn und Flügel und es begann zu fliegen. Wenn wir genügend Zeit haben, dann können wir alle diese gigantischen Veränderungen der Organismen erklären, aber wir brauchen die Zeit. Alles schien auf die Frage der Zeit zurückzukommen. Ich erinnerte mich daran, dass Andrew gesagt hatte, Darwin habe zuerst die Millionen von Jahren akzeptiert und dann seine Evolutionstheorie darauf aufgebaut. Aber warum ist Zeit so ein wichtiges Element für die Evolution? Rob Carter ist Meeresbiologe, also nahm er mich mit zum Tauchen, um mir eine Welt zu zeigen, die nur wenige Menschen kennen. Sein Fachgebiet sind Korallenriffe. Und er wusste viel über die unglaublichen Kreaturen, die die Riffe um St. Thomas bewohnen. Oha, hier gibt es Haie. Schau, wie sie sich bewegen. Fast mühelos gleiten sie durchs Wasser. Ich wünschte, ich könnte so schwimmen. Ingenieure wünschen, wir könnten Boote so bauen. Ja. U-Boote, die sich so effizient bewegen wie ein Hai, das schaffen wir nicht. Also aus deiner Sicht als Meeresbiologe, und ich weiß, dass du dich im Bereich Genetik sehr gut auskennst. Ja. Wenn Menschen über Evolution sprechen, was meinen sie dann? Wie definiert man Evolution? Das Wort bedeutet Veränderung über Zeit. Aber ich glaube an Veränderung über Zeit. Bin aber kein Evolutionist. Wie erklärt man das am besten? Evolution ist ein Glaube, dass genug Veränderung über Zeit, über genügend Zeit, zur gemeinsamen Abstammung aller Arten auf der Erde führt. Das ist der Teil, den ich ablehne. Natürlich verändern sich Arten. Schau dir diese Haie an. Wir haben verschiedene Arten von Haien. Als sie Gott schuf, legte er in diese Organismen die Fähigkeit, sich zu verändern, sich anzupassen und dynamisch auf die Umwelt zu reagieren. Aber sie sind immer noch Haie. Und wenn wir das Fossilienverzeichnis betrachten, sind sie immer noch Haie. Die Leute kennen den Ausdruck, das fehlende Glied. Und sie denken normalerweise an den Unterschied zwischen Mensch und Affen. Nein. Es gibt fehlende Glieder zwischen fast jeder großen Tiergruppe und fast jeder anderen großen Tier- und Pflanzengruppe, sogar Bakterien im gesamten Fossilienverzeichnis. Was sehr stark darauf hinweist, dass dies tatsächlich unterschiedliche Schöpfungen sind. Also verändert sich eine Art nicht in eine andere? Nein.
Die Evolutionstheorie erfordert, dass kleine, zufällige Veränderungen alles erklären können, was wir sehen. Mhm. Aber das kann sie nicht. Und warum nicht? Weil das Leben so komplex ist, dass diese kleinen Veränderungen keine Erklärung liefern. Man kann auch kein Computerbetriebssystem nehmen und sagen, hier wurde eine Ziffer nach der anderen über eine Zeitspanne hinweg aufgebaut. Nein, es brauchte eine intelligente Person, um sich hinzusetzen und es zusammenzustellen. Als jemand, der aus diesem Bereich kommt, kann ich sagen, dass wenn jemand aus dem Bereich der Informatik sagen würde, wenn wir das Betriebssystem zufällig verändern, dann wird es besser. Niemand würde dem zustimmen. Nein, wir werden den Hai nicht dazu bringen, sich in einen Vogel zu entwickeln. Die Anzahl und Art der Veränderungen kann man nicht einzeln und nacheinander eine Änderung nach der anderen durchführen. Das ist ein Seeigel. Er sieht stachelig aus. Ja, er ist spitz. Sei vorsichtig. Werde ich gleich gepikst? Nein, er ist spitz, jedoch... Oh, sie bewegen sich. Ja, sie bewegen sich. Und zwischen den Stacheln sind kleine Röhrenfüße. Besonders unten. Schau dir diese Bewegung an. Er läuft mit seinen Stacheln, aber er hat kleine Röhrenfüße hier drin und damit hält er Dinge fest. Aber schau, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tatsächlich sind es 10 strahlenförmige Teile. Mhm. Eigentlich ist der Seestern sein Cousin. Ernsthaft? Das kann nicht dein Ernst sein. Absolut. Der Seestern hier ist auch ein Stachelhäuter. Aber wie du siehst, hat er eine 5-fache Symmetrie, keine 10-fache. Ja. Dieser Seestern hat. Unten, schau. Wir sehen Stacheln und Röhrenfüße. Sein Mund ist in der Mitte. Hier gibt es Ähnlichkeiten, obwohl es äußerlich ganz anders aussieht. Ganz anders. Willst du ein Tier sehen, das noch unterschiedlicher aussieht? Und ein Verwandter des Seesterns und des Seeigels ist? Ja, gerne. Es sieht fast wie ein Stein aus. Ja, ja. Ich muss aufpassen, er spritzt mich an. Dies ist eine Seegurke. Oh, wow. Sie hat Stacheln. Sie hat Röhrenfüße. Unfassbar. Man würde ohne sorgfältiges Studium nie darauf kommen, dass dies auch ein Stachelhäuter ist. Sie ist nicht glücklich außerhalb des Wassers, also lege ich sie zurück. Ja, sie sind alle verwandt, obwohl sie sehr unterschiedlich aussehen. Verwandt in ihrer Schöpfung. Nicht im evolutionären Sinne, sondern unser Schöpfer nahm dieses Phylum des Lebens, die Stachelhäuter, und schuf dies und das nach einem ähnlichen Muster. Und das sehen wir im gesamten Bereich des Lebens, Ähnlichkeiten und Unterschiede. Also was macht sie unterschiedlich? Nun, genetisch betrachtet teilen sie die meisten Gene. Aber es gibt Entwicklungsgene. Sie heißen Hox-Gene, die diese Muster im Tier festlegen, während es wächst. Sie entwickeln sich aus einer Zelle, dann richten sie bei einem eine 5-fache Symmetrie ein, bei einem anderen eine 10-fache Symmetrie. Ein weiteres machen sie zu einem langen, dünnen Tier. Sie steuern die Entwicklung des Embryos auf erstaunliche und wunderbare Weise. Also, was du sagst, wenn wir das aus molekularer oder genetischer Sicht betrachten, was wir finden, ist wirklich ein faszinierendes und interessantes Design in all dem. Ja, genau. Aber was wir im konventionellen Paradigma gehört haben, die konventionelle Geschichte sagt uns, dass es diese zufälligen Veränderungen sind, die diese Vielfalt hervorgebracht hat. Sicher, im 19. Jahrhundert, als man noch nicht wusste, was in einer Zelle geschieht, da wusste man auch nicht, wie komplex die Genetik ist. Und man konnte sich alle möglichen Dinge vorstellen. Aber jetzt, da wir wissen, was hinter den Kulissen tatsächlich passiert, wird die Geschichte viel komplizierter. Siehst du, ich sage gerne, das Genom ist vierdimensional. Mhm. Nun, wir haben eine eindimensionale Kette namens DNA. Und wenn du das aufzeichnen möchtest, müsstest du alle Buchstaben der DNA aufschreiben, alle 3 Milliarden davon. Und dann müsste man Linien oder Pfeile von einem Teil zum anderen zeichnen, weil dieser Teil diesen abschaltet, dieser Teil stört diesen, dieser verstärkt diesen. Wegen dieses gigantischen Netzwerks haben wir ein zweidimensionales Genom. Lass mich dich für einen Augenblick unterbrechen, weil es wirklich erstaunlich ist, darüber nachzudenken, weil ich denke in Bezug auf ein Computerprogramm, dass es ziemlich statisch ist. Ich meine, die Befehle sind da, aber du sprichst von einem Programm, das sich selbst umprogrammiert. Es ändert seine eigenen Befehle. Oh, ich warte, bis ich zur vierten Dimension komme. Oh, okay. Zuerst kommt die dritte Dimension. Die Informationen in dieser ersten Dimension, dieser linearen Kette, müssen so organisiert sein, dass sie, wenn sie sich in die dritte Dimension faltet, immer noch funktioniert. Oh, das ist erstaunlich. Diese Gene, die zusammen verwendet werden, sind im dreidimensionalen Raum nebeneinander. Das heißt, dass sobald die DNA zusammengefaltet ist, etwas wie ein neues Programm entsteht. Ja,
eine neue Informationsebene. Dass derjenige, der die erste Ebene programmiert hat, dafür sorgen musste, dass es auch in der dritten Ebene funktionieren würde. Aber das ist noch nicht alles. Oh ja, die vierte Dimension ist Zeit. Und wie funktioniert das? Das Genom ändert seine Form mit der Zeit. Vielleicht isst du etwas Ungenießbares. Und deine Leber sagt, ich kann dieses Gift loswerden. Nun, die Chromosomen in der Leber verändern daraufhin ihre Form. Sie legen das neue Proteingen frei, kopieren es, bauen ein neues Protein, das das Gift bekämpft. Und dann, wenn es nicht mehr gebraucht wird, kehren sie wieder in ihre Ausgangsform zurück. Dynamische Programmierung. Alle drei Ebenen verändern sich in der vierten Ebene, der Zeit. Rob, das ist so viel komplexer als alles, was wir verstehen. Selbst in unseren komplexesten Software-Systemen. Es ist unvorstellbar, sich vorzustellen, dass jemand das betrachtet und meint, es habe sich alles zufällig entwickelt. Ja, und es bringt nur Gott Ehre. Das tut es. Man kann so etwas nicht Stück für Stück aufbauen. Es muss in der ganzen verketteten, vierdimensionalen Komplexität funktionieren. Und das geht nicht Schritt für Schritt durch natürliche Selektion. Es muss alles da sein. Ja, das ist wie der Lebensraum hier im Korallenriff. Wenn nicht alle ineinandergreifenden Teile dieses Puzzles vorhanden sind, dann funktioniert dieses ökologische System nicht. Das System wird zusammenbrechen, wenn du nur ein paar sehr wichtige Faktoren entfernst, die da sind. Sie müssen zusammen sein, oder es passiert nicht. Also hatten wir nicht nur diese gegenseitige Abhängigkeit, diesen Mutualismus sozusagen, auf genetischer Ebene. Nun machen wir es noch komplexer, weil es auch auf höherer Ebene denselben Mutualismus gibt. Ja, tatsächlich hat die ganze Welt einen Mutualismus. Es ist unmöglich zu denken, dass all dies nur durch eine Reihe langsamer Prozesse über Milliarden von Jahren passiert sein könnte. Genau das ist es, was ich sage. Es ist klar, dass die Welt, in der wir leben, sehr voneinander abhängig ist. Von den kleinsten biologischen Systemen bis zu den größten Ökosystemen gibt es überall komplexe Beziehungen. Ich erkenne, dass die Schöpfung in 6 Tagen aus ingenieurtechnischer Sicht am sinnvollsten ist. Du brauchst alles, was gleichzeitig zusammenarbeitet, damit alles richtig funktioniert. Und genauso besagt die Genesis, hat Gott es erschaffen. Rob sagte auch, dass Gott Tiere mit der Fähigkeit geschaffen hat, sich zu verändern und anzupassen. Ist es möglich, dass diese Fähigkeit zur Anpassung mit Evolution verwechselt wurde? Als Todd Wood und ich durch den Zoo gingen, sahen wir unglaubliche Schönheit und Design, wo immer wir hinschauten. Ich bemerkte die große Vielfalt zwischen einigen Tieren sowie die bemerkenswerte Ähnlichkeit anderer. Als Biologe, was siehst du, wenn du all diese Tiere anschaust? Ja, ich sehe diese Löwen beispielsweise unter der Kategorie der Familie der Katzen, so wie die anderen Katzen, die hier im Zoo sind. Sie alle haben dieses zugrunde liegende Katzenhafte, das offensichtlich ist. Es fällt besonders auf, wenn sie anfangen, miteinander zu spielen, oder? Man sieht sie mit irgendeinem Ball oder so spielen und sie sehen aus wie eine Katze. Wissenschaftler würden sie in die Familie der Felidae einordnen. Und ich würde die Feliden als Vertreter einer einzigen erschaffenen Art verstehen. Also die Kontinuität, die Ähnlichkeit dort ist so signifikant, dass ich sagen würde, ja, diese Jungs sind alle von einem einzigen Paar Kreaturen abgestammt, das auf der Arche war und das schließlich alle verschiedenen Arten von Katzen erzeugte, die wir heute haben. Also eher als nur ein zufälliger Unfall? Es scheint, als ob all diese verschiedenen Arten aus einem wirklich ausgeklügelten Design stammen. Absolut. Und es ist nicht nur ein Design, wie Gott den Löwen entworfen und erschaffen hat. Gott hat etwas erschaffen, das einen Löwen machen könnte. Es ist eher wie ein Multitool oder ein Schweizer Taschenmesser, bei dem man all diese Teile hat, die man bei Bedarf herausklappen kann, aber es ist alles nur eine Sache. Nennen Sie mir einige andere Beispiele für erschaffene Arten. Ja, zum Beispiel gibt es Grizzlies und Eisbären, wie du weißt. Beide sind Mitglieder der Bärenart. Es gibt Enten, Schwäne und Gänse von derselben Art. Die Hundeart ist aber wirklich faszinierend. Auf Basis dieser wolfähnlichen Art kann man in nur wenigen hunderten Jahren so viele verschiedene Hunderassen züchten. Nun, Todd, es ist ziemlich faszinierend, darüber nachzudenken, was Gott sich gedacht hatte, als er 2 von jeder Art auf die Arche brachte. Was genau ist da passiert? Oh, ja. Ja, Gott musste nicht jede einzelne Rasse auf die Arche bringen.
Wenn man die Berechnungen anstellt, wissen wir nicht genau, wie viele erschaffene Arten auf der Arche waren. Aber vielleicht ein paar tausend und viele sind klein. Die meisten Tiere sind ziemlich klein. Es gab also genügend Platz, ja sogar Platz übrig. Und die Vielfalt, die wir heute sehen, baut auf diesen zwei von jeder Art auf. Todd, die Zebras hier, sie sind alle einzigartig. Und doch sind all diese Kreaturen so komplex und vielfältig. Wie erklärt die Standardgeschichte, das konventionelle Paradigma, das alles? Nun, mit der Evolution, oder? Also Millionen von Jahren zufällige Variationen aller heutigen Lebewesen. Dieser Kaktus, dieses Zebra dort, das Gras hier, alles ist miteinander verwandt. Wir alle stammen von einem gemeinsamen Vorfahren ab, der vor Milliarden Jahren lebte. Und durch den Prozess der Mutation und genetischen Variation und natürlichen Selektion entstand alles, was es heute gibt. Okay, aber was genau ist natürliche Selektion? Hat sie das schöpferische Potenzial, um dies alles zu erschaffen? Bei der natürlichen Selektion geht es grundsätzlich darum, Dinge zu töten, die nicht genug an die Umgebung angepasst sind. Also als Fink auf den Galapagos-Inseln mit einem sehr kleinen Schnabel mit großen, harten Samen als einziger Nahrungsquelle, nun dann stirbt man. Genau das beobachten wir. Wir beobachten über die Generationen, wie die Schnabelgröße der Finke auf den Galapagos-Inseln wächst. Aber es sind immer noch Finke. Es sind immer noch Vögel. Die Vorstellung, dass natürliche Selektion all die Vielfalt erzeugen kann, die wir haben, hat sich nicht erwiesen. Was natürliche Selektion am häufigsten verursacht, sind nachvollziehbare Feinschliffe, so wie bei diesen Oryx-Antilopen hier beispielsweise. Wunderschöne Tiere mit sehr blassen Farben. Ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet liegt am südlichen Grenzgebiet der Sahara. Man sieht also, die Fellfärbung macht Sinn. Wäre die Fellfärbung eines Tieres dunkler, so wäre es leichte Beute für eines der Raubtiere. Und darum haben sie diese schönen hellen Farben. Und das ist ein Beispiel dafür, dass eine Selektion eine Veränderung vollzieht und sich an den Lebensraum anpasst. Was uns zum Gedanken zurückbringt, dass ein besonderes Design am Anfang. Oh ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Diesen Kreaturen die Fähigkeit gegeben hat, zu überleben und sich zu ihrem Vorteil zu verändern. Absolut. Also die Fähigkeit, deine Färbung so zu ändern, um in eine Umgebung zu passen, muss im System eingebaut sein, bevor es überhaupt beginnt. Nun, verstehe mich nicht falsch. Natürliche Selektion und zufällige Variation können erstaunliche Dinge bewirken. Die Veränderungen, die wir sehen, sind wirklich bemerkenswert. Aber was wir nicht beobachten können, ist, dass sich eine Art sich in eine andere verwandelt. Alles, was wir sehen, sind Variationen, die innerhalb einer erschaffenen Art geschehen. Also gibt es einen Felidenbaum, der alle Katzen enthält. Es gibt den Kanidenbaum, der alle Hunde enthält. Es gibt den Ursidenbaum, der alle Bären enthält. Es gibt den Equidenbaum mit allen Pferden. Jede einzelne erschaffene Art hat dann ihren eigenen individuellen Baum, sodass man am Ende etwas wie einen Obstgarten oder einen Wald hat. Aus wissenschaftlicher Perspektive scheint also das Genesis-Paradigma die Sachlage besser zu erklären. Letztendlich denke ich, dass es das tut, weil es sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede erklären kann. Nun, wie wir bereits gesagt haben, gibt es viele Fragen, die noch offen sind. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich angesichts dessen, was unser Paradigma erklären kann, dass auch diese Antworten schlussendlich gefunden werden. Nach den Zebras sind wir zu den Gorillas gegangen. Todd wollte über die Frage der menschlichen Evolution sprechen. Todd, wir sehen es ständig. Eine neue Entdeckung, neue Schädel, neue Skelette, die angeblich diese ganze Verbindung festigen. Ja. Wie siehst du das? Absolut. Nun, ich habe ein paar davon in meiner Tasche. Oh, ein Schädel? Dieser Typ hier ist ein Neandertaler, ein Frühmensch. Sehr, sehr niedrige Stirn. Wir haben wirklich hohe Stirn. Das Gesicht, das Mittelgesicht wurde herausgezogen. Aber gleichzeitig sieht es sehr menschlich aus. Das ist also der Neandertaler. Möchtest du ihn halten? Andere Schädel sehen sehr verschieden aus. Ja. Oh, ja. Nun, dieser hier ist Australopithecus africanus. Man sieht, er hat kaum eine Stirn. Der Schädel neigt sich einfach zurück. Er ist ein sehr kleiner Gehirnschädel. Die Schnauze ragt weit heraus. Das Gesicht ist nach vorne geneigt. Was macht man damit? Er sagt, es gibt viel mehr Bilder, viel mehr Schädel, die man zeigen könnte. Doch wenn man sie zusammen betrachtet, dann sieht man, dass sie doch sehr unterschiedlich sind.
Also folgendes, bei dem Thema der erschaffenen Arten, von dem wir sprachen, kann ich immer wieder und wieder mit vielen Studien beweisen, dass eine Diskontinuität zwischen Menschen und Nichtmenschen zu finden ist. Das hier ist auf der Menschenseite. Dieser Neandertaler hier, er ist einer von uns. Dieses Ding hier jedoch ist es nicht. Es ist anders. Es ist nur eine weitere Varietät lebendiger Wesen, die Gott erschuf und welche die Flut auf der Arche überlebte. Also, wenn wir den Neandertaler betrachten, sehen wir einen Menschen, der wie wir ist. Aber es ist ein Mensch, der, genau wie bei Hunden, eine große Vielfalt aufweist. Wir haben viele verschiedene Menschen. Wenn wir hier auf den Gorilla schauen, sehen wir die klaren Unterschiede zwischen uns und ihm. Nicht zuletzt, dass er dort drin ist und wir nach Hause gehen können, wenn wir fertig sind. Und diese Unterschiede sind wirklich groß, nicht wahr? Oh, ja, absolut. Das Bild Gottes beinhaltet die Idee, Gottes Vertreter hier auf Erden zu sein. Dazu gehört Herrschaft und Autorität auszuüben. Es ist eine geistliche Eigenschaft, die wir nicht mit den Tieren teilen. Es ist offensichtlich, dass wir uns vom Rest der Schöpfung unterscheiden, weil wir im Bilde Gottes geschaffen sind. Wir sind die Einzigen, die Zoos bauen, um die Schönheit von Gottes Schöpfung zu betrachten. Und wir sind einzigartig darin, in der Zeit zurückzugehen, um unsere eigene Geschichte zu verstehen. Aber woher stammt eigentlich unser Konzept von Zeit? Es war eine wunderschöne Nacht. Danny brachte mich weit außerhalb der Stadt und hielt mich sehr lange wach, um mir etwas zu zeigen, das ich nie vergessen werde. Oh wow, du bringst mich noch dazu, ein Teleskop zu kaufen. Weißt du, die Sterne erfüllen einen Zweck. Im 1. Mose 1, 14 bis 19, am vierten Tag der Schöpfung lesen wir, dass die Sterne und andere Himmelskörper da sind, um die Zeit anzuzeigen, Nacht zu beherrschen, für Zeichen, Jahreszeiten, Feste und so weiter. Menschen haben die Sterne gebraucht, um den Lauf der Zeit zu beschreiben. Die Muster wiederholen sich jede Nacht. Sie wiederholen sich jedes Jahr. Sie kehren in ihrer Jahreszeit zurück. Es ist alles sehr regelmäßig. Was kann man zur Sonne und zum Mond sagen? Nun, es gibt einige Dinge, über die ich sprechen kann. In seltenen Fällen zieht der Mond zwischen uns und der Sonne vorbei. Das passiert nicht sehr oft. Und wenn das passiert, bedeckt der Mond die Sonne gerade so. Wenn der Mond etwas kleiner oder etwas weiter entfernt wäre, würde so etwas nicht passieren. Wenn er größer oder näher bei uns wäre, würde er sie komplett bedecken. Und deswegen ist eine Sonnenfinsternis so spektakulär und selten. Und dies ist der einzige Planet, auf dem so etwas eine Rolle spielt und so etwas geschieht. Man kann natürlich sagen, so ist unsere Welt nun mal, ohne bestimmten Grund. Oder die Welt ist so aus einem bestimmten Zweck und Design. Ich denke, dass es von der Schöpfung zeugt. Okay, hoch über uns haben wir das große Quadrat von Pegasus. Es ist dieses große Rechteck. Jetzt kommt von Pegasus ein kleiner, verschwommener Fleck. Siehst du das? Ja. Das ist die Andromeda-Galaxie. Sie ist das fernste Objekt, das man mit bloßem Auge sehen kann. Sie ist etwas über 2 Millionen Lichtjahre entfernt und enthält ein paar hundert Milliarden Sterne. Wow. Okay, Danny, das bringt mich zu einer großen Frage, die viele Menschen beschäftigt. Wenn wir Sterne haben, die so weit entfernt sind, Millionen von Lichtjahren entfernt, und wenn die Erde jung ist, wie wir glauben, wie kann dann das Sternenlicht hierher gelangen? Ja, wir nennen dies das Lichtreisezeitproblem, und ich werde versuchen, es für dich anders zu formulieren. Wir glauben, dass die Schöpfung nur einige tausend Jahre alt ist, etwa 6000 Jahre, 7000 Jahre, so etwas. Und ich habe dir gerade etwas gezeigt, das wir für 2 Millionen Lichtjahre entfernt halten. Diese Entfernungen sind ziemlich korrekt. Und wir Kreationisten müssen diese Frage beantworten. Und wir haben mehrere verschiedene Lösungen dafür angeboten. Ich werde dir meine Lösung dazu erläutern. Mehrere Dinge fallen mir im Schöpfungsbericht auf. Erstens, es gibt viele Prozesse, sehr schnelle Prozesse, aber dennoch Prozesse. Im Bericht des dritten Tages steht, dass Pflanzen aus dem Boden aufsteigen. Es heißt, die Erde soll diese Pflanzen hervorbringen und die Erde brachte sie hervor. Ich denke, wenn du dort gewesen wärst, hätte es wie ein Zeitrafferfilm ausgesehen, Wachstum, das normalerweise Jahrzehnte dauert, in Minuten oder Stunden. Normales Wachstum, aber extrem schnell. Ich glaube, man kann einen Schöpfungstag mit einem anderen vergleichen. Daher wende ich mich dem vierten Tag zu. Es gibt dort nicht viele Informationen, aber ich denke, Gott hat auch die Sterne und Himmelskörper sehr schnell geschaffen.
Und damit sie ihre Funktion erfüllen und gesehen werden, musste er dieses Licht schnell hervorbringen, so wie er Pflanzen schnell wachsen ließ. Er musste dieses Licht hierher bringen. Ich schlage vor, dass wir, wenn wir diese Objekte betrachten, wie die Andromeda-Galaxie, die wir vorhin gesehen haben, sehen wir Licht, das vom Objekt ausgegangen ist. Und ich glaube, dass es beschleunigt wurde. Danny, gibt es noch andere Dinge, die auf ein junges Universum hinweisen? Gibt es noch weitere Hinweise? Ich denke schon. Zum Beispiel Spiralgalaxien. Die Andromeda-Galaxie, über die wir gesprochen haben, ist eine Spiralgalaxie, unsere eigene auch. Und das Innere der Galaxien sollte schneller rotieren als das Äußere. Nach ein paar Umdrehungen sollten sich diese Spiralstrukturen aufwickeln oder verwischen. Sie sollten nach einigen Umdrehungen verschwinden. Nun, die meisten Astronomen denken, dass Spiralgalaxien 10 Milliarden Jahre alt sind. Warum sehen wir also immer noch Spiralstrukturen? Die sollten nicht mehr da sein. Und es ist seit langem als Problem bekannt. Aber auch, wenn wir die äußeren Planeten des Sonnensystems betrachten, die Gasriesen haben sie alle Ringe. Und wir wissen auch, dass sich diese Dinge ändern, sie verschwinden. Es wurden tatsächlich Veränderungen im Ringsystem dokumentiert. Es gibt gravitative Zerrungen von anderen Satelliten, die umherkreisen. Diese Ringsysteme sind also jung. Es beweist nicht, dass das Sonnensystem jung ist, aber dass diese Ringsysteme jung sind. Und das ist interessant. Wir haben viele Theorien über Spiralen und Ringe erwähnt. Das führt uns zu dem, was die meisten Menschen als die große Theorie über Kosmologie und das Universum sehen. Und das ist der Urknall. Wie siehst du das? Wird diese Theorie weiter bestehen? Ich denke nicht. Da gibt es einige Probleme. Vor etwas mehr als 12 Jahren wurde im wissenschaftlichen Magazin New Scientist ein offener Brief gegen die Urknalltheorie veröffentlicht. Und seitdem hat er viele Unterzeichner. Die meisten davon sind Atheisten, keine Kreationisten. Die Idee, dass das Urknallmodell universell akzeptiert wird, ist also nicht wahr. Es gibt viele bekannte Leute, sehr berühmte Physiker und Astronomen, die ein Problem mit der Urknalltheorie haben. Und ich sehe keinen Weg, den Urknall mit der Bibel zu vereinen, obwohl viele Leute das anders sehen. Ich glaube, sie versuchen, die Schrift auf Basis aktueller kosmologischer Überlegungen zu interpretieren. Und das ist nichts Neues. Das ist schon früher passiert, mit katastrophalen Ergebnissen. Also denke ich, wenn man die Geschichte der Wissenschaft betrachtet, wie wir Theorien im Laufe der Zeit verworfen haben, hatten wir Theorien, die angeblich unbestreitbar waren und später verworfen wurden. Wenn man das aus der Geschichte lernt und dann den Genesis-Bericht mit dem herrschenden Paradigma verbinden will, denke ich, muss man sehr vorsichtig sein. Danny hat unsere Perspektive neu ausgerichtet. Wir müssen das Universum nach dem Genesis-Bericht auslegen und nicht umgekehrt. In Genesis steht, dass Gott die Sonne, den Mond und die Sterne erschuf als eine gigantische Uhr, um den Lauf der Zeit zu verfolgen. In der Antike baute man Türme, um die Sterne zu beobachten. Aber was berichtet Mose über diese Menschen und die Sprachen, die sie sprachen? Doug ging mit mir in eines der besten Archäologiemuseen der Welt. Er zeigte mir einzigartige Artefakte, die mit dem Genesis-Bericht zu tun haben. Die Ereignisse der Bibel spielen sich im antiken Nahen Osten ab. Also sind all diese Länder äußerst wichtig, um zu verstehen, was und wie es im biblischen Text passiert ist. Hier geht es um die Ereignisse aus dem Genesis-Bericht, von der Schöpfung und der Flut. Und jetzt sind wir bei der Zerstreuung der Menschheit aus Noahs Familie. Genau. Und die Zerstreuung hätte irgendwo in diesem Gebirge nordwestlich von Mesopotamien stattgefunden. Und was wir im biblischen Text in der Erzählung sehen, ist, dass eine Anzahl von Menschen migriert ist, hinunter nach Südmesopotamien, in das Land China. Sie begannen mit der Urbanisierung, dem Stadtleben. Und das ist der berühmte Turm von Babel. Absolut. Wissen wir, wo das ist? Es gibt etwa 7 oder 8 Babels, Städte von Babel im alten Mesopotamien. Und so habe ich nacheinander all diese Gebiete untersucht und nur eines gefunden, das alle Kriterien erfüllt für den berühmten Ort des Turms von Babel. Und das ist der Ort Eridu, der im südöstlichen Mesopotamien liegt. Es gibt Hinweise auf die Ausbreitung nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen bis nach Ägypten. Diese Hinweise bestehen aus den Artefakten, die bei archäologischen Ausgrabungen zu finden sind? Genau.
Es gibt eine enorme Menge und sehr spezifische Arten von materieller Kultur, die diese Ausbreitung der Menschen bezeugen, die ich mit der Post-Babel-Zerstreuung verbinde. Hier sind die abgeschrägten Schalen, diese zwei. Dort ist der Rimkin-Ziegel, den wir oben sehen. Und diese zwei Krüge mit Ausguss. All diese diagnostischen Formen von Keramik und Kultur, sie sind im gesamten Nahen Osten zu finden. Die Bibel beschreibt ein Ereignis, das nicht nur die Verwirrung der Sprache ist, sondern die Zerstreuung der Menschen weit weg von dieser Stadt. Und weil wir sehen, dass Sprache oder der schriftliche Ausdruck von Sprache einfach aus dem Nichts auftaucht und dann verschiedene Sprachen durch Keilschrift oder durch Hieroglyphenschrift oder andere Mittel dargestellt werden. Also gibt es keinen universellen Plan, dem alle Sprachen folgen. Man sieht große Vielfalt in den Formen der Grammatik von Sprache zu Sprache, selbst in den Sprachen der Antike. Es scheint also, dass der Genesis-Bericht über den Turmbau von Babel ein sehr, sehr wichtiges Ereignis für die Archäologie darstellt. Das stimmt. Das alles passt perfekt zum biblischen Bericht darüber, wie die Sprachen entstanden sind. Es ist wirklich der einzige Weg, das zu erklären. Die Wahrhaftigkeit der biblischen Geschichte wird durch das Aufkommen dieser Sprachen also untermauert. Die meisten von uns denken bei dem Turm an das, was wir in den Städten sehen, an große, gerade Mauern und Wände. Haben Sie so einen Turm gebaut? Nun, im Wesentlichen ist es eine Variation einer Pyramide und es gab vier Seiten und mehrere Treppen, die nach oben führten. In Eridu haben wir einen Tempel, der in 18 verschiedenen Phasen existierte. Und in jeder Phase wuchs er in seiner Größe und Komplexität. Und dieser letzte Tempel, in seiner letzten Phase, wurde der Tempel abrupt während der späten Uruk-Expansion aufgegeben. Schräg gegenüber dem Tempel war eine absolut riesige Plattform. Glaubst du, dass das Fundament des Turms von Babel sein könnte? Absolut. Und ich gehe davon aus, dass sich bei der späten Uruk-Expansion diese Bautechnologie sich mit den Menschen verbreitete. Wir finden Formen dieser Zikkurate überall auf dem Globus verteilt. Wir finden sie in China. Wir finden sie in Indien. Wir finden sie in verschiedenen Teilen Amerikas, überall. Nun, offensichtlich haben wir hier Hinweise, die auf Zivilisation und Menschen, die sich in Gemeinschaften, sogar Städten versammeln, deuten. Gibt es noch andere Hinweise? Absolut. Wir können zur Zeit Abrahams voranschreiten, denn wir wissen, dass Abraham in Ur lebte, das auch im südlichen Mesopotamien lag, am Ende des 3. Jahrtausends vor Christus. Das bringt uns zum Ende von Genesis Kapitel 11. Genau. Man findet Keramik- und Keilschrifttafeln, die alle aus der Zeit der 3. Dynastie von Ur stammen. Es ist faszinierend, hier darüber nachzudenken, über Abraham und wie das hier seine Kultur und Zivilisation widerspiegelt, in der er lebte. Das ist eine großartige Verbindung zum Genesis-Bericht für uns. Es ist faszinierend und fühlt sich an, als ob man die Ereignisse des biblischen Textes anfassen könnte. Wenn ich auf die Geschichte zurückblicke, sehe ich, dass jede dieser Kulturen von den Ereignissen aus dem Genesis-Bericht geprägt wurde. Aber was ist die Bedeutung von Genesis für uns heute? Ich traf George Grant in einem Garten in der Nähe seines Hauses. Er sagte, es sei eine gute Erinnerung daran, wo unsere Geschichte begann. Es gibt also eine bestimmte Bedeutung im Text der Genesis, in dem Adam und Eva in einen Garten platziert werden, um ihn zu pflegen. Das ist mehr als nur eine Geschichte. Es ist viel mehr als nur eine Geschichte. Eines der Dinge, die man in Genesis Kapitel 1 sieht, ist die Struktur der Zeitgestaltung. Das Universum ist auf einen 24-Stunden-Tag ausgelegt. Und so kommt es, dass von unseren Schlafzyklen bis zu unseren Arbeitszyklen alles sich von diesem historischen Bericht aus Kapitel 1 ableitet. Wenn wir zu Genesis Kapitel 2 kommen, beginnen wir, die Bedeutung und den Zweck des Menschen zu sehen. Natürlich in Kapitel 3 sieht man dann den Zusammenbruch durch den Sündenfall und die Implikationen eines historischen Sündenfalls eines tatsächlichen Mannes und einer tatsächlichen Frau, die tatsächlich sündigten. Was Auswirkungen auf den ganzen Rest der Bibel hat. Einen historischen Adam und eine historische Eva zu entfernen, verändert sowohl die Form als auch die Erinnerung an das, was Geschichte ist.
Liegt das daran, dass wenn Adam und Eva aus dem historischen Bericht entfernt werden, wir dann selbst entscheiden können, was wir über Menschen, Ehe und Sexualität denken? Absolut. Der Apostel Paulus verstand die Ereignisse der frühen Kapitel der Genesis als prägend, nicht nur für unser Geschichtsverständnis, sondern auch für die Beziehungen zwischen Männern und Frauen und ihren Kindern, den Charakter und die Natur der Ehe, Richtigkeit und Falschheit in moralischen Beziehungen, einschließlich Sexualität. All das wird aus den ersten Kapiteln der Genesis übernommen und häufig werden diese Passagen dann wörtlich zitiert. Sogar Petrus versteht das Ereignis der Sintflut beispielsweise als ein historisches Ereignis und stellt es dann in den Kontext eines kommenden Gerichtes. Also Selbstgericht trägt dazu, es als historischen Bericht zu verstehen. Wenn man Dinge aus der Geschichte ausschneidet, dann geht die Bedeutung von allem verloren. Ich denke, die meisten Christen, wenn wir zum Beispiel über das Leben Christi sprechen, verstehen diese als historische Berichte. Woran liegt es, dass wir dann beim Lesen der Genesis dazu neigen, das nicht tun zu wollen? Wir neigen dazu, es nicht zu tun, weil wir ständig ermahnt werden, es nicht so zu sehen. Von der Kultur? Die Kultur um uns herum, von Theologen. Moderne Theologen, die versuchen, die Wahrheiten der Schrift mit den sogenannten Entdeckungen der Wissenschaft zu verbinden. Wenn man die Geschichte der Wissenschaft kennt, weiß man, dass es ein unzuverlässiger Weg ist. Wir werden ständig mit der Botschaft bombardiert, dass wir unsere Sichtweise anpassen müssen. Aber ich denke, es gibt viele Christen, die das Gefühl haben, dass die Historizität der Genesis für ihren Glauben nicht so wichtig ist. Ich denke, wir wurden in diesem Punkt getäuscht. Wenn man diese Kapitel in eine ganz andere Kategorie einordnet und als nicht historisch betrachtet, was macht man dann mit dem Rest der Bibel? Die Bibel, die davon ausgeht, dass es wahr ist? Die es als historischen Tatsachenbericht betrachtet, die Bibel, die sich auf alle Charaktere aus dem Bericht bezieht, würde das dann die gesamte Bibel negieren? Definitiv. Und genau das war die Strategie der höheren Kritiker im 18. und 19. Jahrhundert. Sie wussten, wenn man die ersten 3 oder die ersten 11 Kapitel der Genesis angreifen könnte, hat man das Ganze zunichte gemacht. Nun, George, all das führt uns zurück zu der Idee, dass die Geschichte, die von Mose berichtet wird, oder jegliche Geschichtsschreibung überhaupt, entscheidend ist, um zu verstehen, was um uns herum geschieht. Ja, und es erinnert uns daran, wie wichtig Geschichte ist, um alle anderen Disziplinen zu verankern. Es ist die Geschichte, die der Wissenschaft hilft, damit die Wissenschaft ihre Entdeckungsreise in der Welt beginnen kann. Die Geschichte erzählt uns, was passiert ist. Und was die Wissenschaft dann versucht, ist zu fragen, wie ist das Ganze passiert? Und dann beginnt sie zu erforschen, wie die Mechanismen, die Strukturen, die in diesen Forschungen festgestellt werden, zusammenpassen. Wenn man das umdreht, wenn man sagt, die Wissenschaft bestimmt, was wirklich passiert ist, dann gelangt man zu einer Weltanschauung, die sich ständig verändert, wo nichts sicher ist. Und moralischer Relativismus ist die logische Folge dessen. Und Gott hat uns diesen Grundstein gegeben. Er hat uns dieses Fundament in diesem historischen Bericht gegeben. Er hat es uns in diesem historischen Bericht gegeben, der bis zu Genesis Kapitel 1 und dem Garten zurückreicht. Am Ende kehren wir wohl immer nach Hause zurück. Und meine Heimat ist in Colorado. Ich denke klarer, wenn ich draußen in Gottes schöner Schöpfung bin. Wir waren an vielen Orten und haben viel gesehen, aber alles zusammen betrachtet. Wird es klar, dass nichts auf der Welt Sinn macht, außer im Lichte der Genesis. Ich liebe es, in den Bergen zu sein, besonders in solchen wie diesen. Sie geben uns eine gute Perspektive.
Sie zeigen uns, wie klein, endlich und verletzlich wir sind. Sie machen uns demütig. Und wir müssen demütig sein, weil wir dazu neigen, unser Denken auf unseren eigenen kleinen Erfahrungsschatz zu begründen. Darum fordert uns die Weisheit aus alten Zeiten dazu auf, unsere Geschichte zu kennen. Alles, was wir bis hierher gemacht haben, war die Hinweise zu betrachten, die aufzeigen, dass das Wort Gottes, die Geschichte, die uns in der Genesis überliefert wurde, wahr ist. Gott erschuf die Welt in 6 Tagen. Es gab einen echten Adam, eine echte Eva. Es gab einen echten Sündenfall. Es gab eine wahre Flut, die Welt zerstörte und all dies hervorbrachte. Es ist herrlich, aber es repräsentiert das Gericht Gottes. Alles untermauert das, was Gott uns überliefert hat. Genesis ist Geschichte, wahre Geschichte.